tell you love you more, and you say it's broken. Starfire.
Never know. If you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm torn with destiny. Fada. We'll be right back.
get back up, climbing and climbing. I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my style. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time starts down, a king without his crown. Now I'm breaking and you're faking, girl, you never made a sound. Willkommen zum eSpengler Cup 2021. Es ist deine Zeit, deine Chance. Kommst auf den Berg und wir erwarten dich oben. Mit tausenden Fans, an den Gesichtern, an den Sprachen, an den Gesängen. Eine lange Tradition und schon bekannt der ganze Welt. Neues Glück, neues Jahr. Eine Kurve, die schreit, wir sind alle willkommen bei unserem Battle on Ice. Da wird geschossen und manchmal schon mal geschuft. Gleich überall nur Liebe in der Luft. Das hast du noch nicht gesehen, so was gibt's noch da. Wie ist da in der Berge? Einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Jedes Jahr, gleiche Woche, gleichen Ort. Von der ganzen Welt. Rennen ins Dorf, in dem Sport und dem Event dreht sich alles nur um Timing. Wer weiß, für wer dein Herz schlägt, siehst ja, bis rauskommt am Ende, du hast uns länger warten lassen. Ich zähle schon die Tage, denn es ist komisch, wenn du fährst. Komm mit beim nächsten Mal in meine Welt, da schlägst du hin und her. Das hast du noch nicht gesehen, sowas gibt's noch da. Enjoy the moment, enjoy the show. Hello world, hello folks, enjoy the game. Das hast du noch nicht gesehen, so was gibt's nun da. Wie bist du in der Berge? Una volta l'anno. Una volta l'anno. Una volta l'anno. Una volta l'anno. Une fois par an.
Herzlich willkommen zum E-Spengler Cup 2021, zu dem dritten Spieltag heute. Wir haben uns gestern müssen verabschieden von zwei Teilnehmern. Heute geht es in die Semifinals hier in der E-Studios Arena in Zürich. Heute fliegt niemand mehr raus. Heute geht es um das Teilnahme im Finale, in der Finalrunde und dann auch darum, wer denn um den dritten Platz kämpft. Morgen, wir sehen unsere Teilnehmer für das erste Spiel. Machen sich parat, haben sich auch schon eingespielt. Und dann sehen wir dann demnächst Tim Hess gegen den Mirko Salvi, jeweils mit Sparta Prag und mit Ambre Fiotta. Jetzt sind wir da im Studio, nochmal von uns persönlich ein Hallo. Mike, ja, guten hallo Tag. Miteinander, hallo Kilian. Hallo, hallo. Wir haben gestern spannende Spiel gesehen. Heute, da können wir auch mal zeigen, es geht nämlich für unsere Teilnehmenden um einen Preispool von insgesamt 10'000 Franken. Für den ersten Platz gibt es 6'500 Franken, für den zweiten Platz 2'500 und für den dritten Platz immer noch respektable 1'000 Franken. Und natürlich, Geld ist nicht alles, es geht auch um Ruhm und Ehre. Ja, definitiv. Ich meine, der heute das erste Semifinal gewinnt, der kann sich schon mal sicher 2'500 Franken gönnen, kann sich 2'500 Franken verdienen. Und die ersten zwei, die das heute probieren, das ist der Tim Hess mit Sparta Prag, der seine Gruppe souverän gewonnen hat. Auf der anderen Seite der Mirko Salvi, der den Weg hat müssen, eben Pre-Semifinals gegen den HC Davos, sich gestern im Penaltyschuss im Game 2 hat können durchsetzen. Das letzte Game vom gestrigen Tag. Sind jetzt heute haben wir eben zwei Spiele im Vorschau. Zum einen haben wir Sparta Prag gegen Ambre Fiotta, die zwei Spiele, die wir schon gesehen haben. Dann später am heutigen Tag um 5:30 Uhr. Dann haben wir Frölunda gegen das Team Kanada. Dort denke ich, erwartet uns vor allem das Offensiv für, weil ich in dem ersten Matchup wahrscheinlich eher ein bisschen Defensivkünste, die dann gefragt sind. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich mega auf die Games heute. Das sind die entscheidenden Games, die jetzt langsam kommen. Das sind die gleichen vier Teilnehmer wie letztes Jahr. Nur die ganzen Teams, die sind ein bisschen durchgemischt worden. Wir sind alle mit anderen Teams am Start. Aber als erstes sehen wir den letztjährigen Sieger vom E-Spengler Cup, den Tim Hess mit Sparta Prag gegen Mirko Salvi, der amtierende E-National League Champion. Genau. Und was wir uns sicher auch noch anschauen, ist ein kurzes Recap vom gestrigen Tag, wie das gestern so zu und her gegangen ist. Sind wir da schon ready? All I wanted was you.
Ja, das war gestern. Wir haben am Schluss noch mal den Michael Franzi gesehen, der sich da ein paar Mal gefreut hat mit dem HCD. Aber schlussendlich hat es für ihn nicht ganz gelangt. Er ist eliminiert worden. Und heute, jetzt schauen wir aber führen. Ja, wir schauen führen. Wir haben zwei spannende Halbfinale vor uns. Und ich würde gerne noch mal schnell die Übersicht sehen von all diesen Vertreterinnen und Vertretern, die wir hier haben dürfen sehen am diesjährigen E-Spengler Cup. Das sind alle miteinander. Wir sehen ganz vorne den viel genannten Favorit mit dem Frölunda HC, der Sven Julmi. Der HCD, der vertreten wurde, ist von Michael Franzi. Er aber bereits nach Hause geschickt worden von Mirko Salvi. Als nächstes der letztjährige Sieger mit Sparta Prag das Jahr am Start, der Tim Hess. Kalpa Kuopio, der Pascal Virgailis, der da aufopfern gekämpft hat. Gestern aber auch er hat sich schlussendlich müssen am Kevin Würterle Büge mit dem Team Kanada und wie angesprochen. Andri Piotta mit dem Mirko Salvi, ihn werden wir nachher in Action sehen. Er, wie gesagt, amtierender E-National League Champion. Auf der anderen Seite steht nicht einfach irgendeiner, sondern eben der amtierende E-Spengler Cup Champion und EDL-Sieger, der Team Hess. Und der letzte im Bunde mit dem Team Kanada, der Kevin Würterle. Das also die Vertreter des diesjährigen E-Spengler Cup. Und ja, für Spannung ist definitiv gesorgt in den nächsten zwei Matchups. Absolut, ich freue mich aufs nächste Spiel. Das war die Aufstellung, wer alles dabei war. Wir haben aber auch noch Brackets für euch, um zu sehen, wie bisher das Turnier voll offen ist und was wir jetzt noch sehen können. Heute Nachmittag, morgen ist noch komplett offen. Es ist so, wer heute gewinnt in diesen Semifinals, kommt direkt ins Finale und die anderen kämpfen dann morgen um den dritten Platz. Ja, wir sehen jetzt heute das Game Nummer 9 als allererstes, Sparta Prag gegen den HC Ambri Piotta, dann heute 17:30 Uhr. Für mich so ein bisschen das Highlight vom Tag, Frölunda gegen das Team Kanada. Und dann je nachdem, wer gewinnt, ja, der geht ins Finale. Das Game Nummer 11, das morgen 12:30 Uhr stattfinden wird. Und dann später noch Spiel um Platz 3 von den beiden Verlierer, wenn man es so böse nennen darf. Auch die beiden sind natürlich Gewinner, aber in dem Fall haben sie das entscheidende Matchup verloren. Dann das Game um Platz 3. Morgen am 17:30 Uhr. Genau, du hast gesagt, du freust dich aufs Spiel am Nachmittag, aber ich finde auch, ein Spiel, das wir jetzt dann bald sehen, ist nicht minder spannend. Wir haben den Tim Hess, eben amtierenden Meister hier beim E-Spengler Cup, gegen den Mirko Salvi, wo jetzt jeweils in den vorherigen Spielen ein bisschen Startschwierigkeiten jeweils gehabt hat. Das heisst, heute muss er schnell auf die Sprünge kommen, um sich da können behaupten gegen den Tim, wo ein ausgeglichener Spieler ist, meiner Meinung nach. Ja, sie sind mir beide noch ein bisschen schuldig geblieben, muss ich ehrlich sein. Sie haben beide noch nicht das gezeigt, was sie eigentlich können. Beide viel, viel mehr Potenzial in meinen Augen. Darum für mich so ein bisschen enttäuschend, die beiden bis jetzt. Sie haben sich durchgesetzt, sie sind ganz klar sehr, sehr starke Spieler, ohne Diskussion. Aber für mich haben sie noch nicht das gezeigt, was sie eigentlich können. Und jetzt ist die grosse Frage, können sie das jetzt in den Halbfinals abrufen? Sie müssen jetzt. Könnt ihr das? Aber lasst euch auch nicht beeinflussen von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Weil auf Twitch bei uns im Channel gibt es ein Voting, wer eurer Meinung nach der E-Spengler Cup das Jahr gewinnt. Ihr habt die Wahl zwischen unseren vier verbleibenden Teilnehmenden. Und wir sind gespannt, was da dabei rauskommt. Ob da gewählt wird nach dem Lieblingsverein oder ob ihr euch angeschaut habt, wie so die Spieler drauf sind, was sie heute geleistet haben. Nicht heute, aber im Verlauf des Turniers natürlich. Ja, stimmt ab und gleichzeitig können wir gerade noch sagen, es gibt ein Giveaway auch für eure Interaktion. Im Chat ist gefragt, Ausrufezeichen, Giveaway zum Mitmachen im Kampf um ein Elgato HD 60S Capture Card für eigene Content Creation und ein Catrix Backpack zum Reisen mit eurem Gaming Equipment, dass das sicher verstaut ist. Controller, Headset, Konsole, alles Platz dort drin. Ja, ganz genau. Ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam weiter und stellen uns mal, lasst uns doch die beiden Spieler vorstellen, was es nachher darum geht. Der Tim Hess und der Mirko Salvi. Wir haben viele Namen gehört, wir haben Teams gehört. Aber wie realistisch setzen sie dann ihre Gewinnchancen ein? Und wie sieht das dann auch aus mit, ja, haben sie schon Priestpools gewonnen und ein bisschen nähere Infos zu diesen zwei Spielern, die wir da nächstens werden sehen. Und ich nehme an, wir brauchen noch ein paar Sekunden. Wir haben gestern schon gesagt, ich lasse mich auf keine Predictions mehr ein. Vielleicht wagst dich du heute mal aufs Glattis und gibst dir mal deinen Tipp ab für das erste Semifinal. Wie das, was du denkst, was da heute
wird passieren. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich denke, jetzt stehen die Karten gut für den Team Hess, wenn der Mirko nach wie vor Startschwierigkeiten hat. Aber natürlich, er weiß, was auf dem Spiel steht. Er weiß, was für einen Gegner er gegenüber steht. Und dementsprechend hat er sich wahrscheinlich auch überlegt. Genau da sehen wir den Mirko Salvi. Und er ist da mit einer Einschätzung von einer 50%igen Win-Chance, also 50-50, ist sich da noch nicht ganz sicher. Wie hoch ist seine Win-Percentage auf Game-Turnier GG? 81%. Und wir sehen bei Mirko Salvi einen gestrigen Teilnehmer, und zwar der Michael Frasi, der ihm da nochmal alles Gute wünscht. Der Favorit von Mirko Salvi ist der Frölunda HC, eben, wie der Mike schon gesagt hat, oft genannt, oft ein Favorit da im Turnier. Und der Mirko Salvi als Pro-Player auch schon einen Preispool gewonnen, und zwar ganze 4'500 Franken. Ja, definitiv. Er ist immer für eine Überraschung gut. Wenn er sein Game durchbringt, dann ist er für jeden Gegner ein sehr grosser Brocken oder ein Favorit eigentlich in meinen Augen. Bis jetzt, wie gesagt, er hat's noch nicht können abrufen, sein Potenzial. Hat er gestern gegen den HCD lang Mühe gehabt, obwohl er eigentlich Skillset-technisch für mich ganz klar der stärkere Spieler gewesen wäre. Und er weiß es auch. Man sieht den Kopf schütteln, wenn er nicht zufrieden ist. Also ja, er weiss, dass da mehr rum ist, dass er mehr kann leisten kann. Ja, der Tim Hess haben wir dann noch. Der zweite Spieler, der amtierende E-Spengler Cup Champion, wo wir doch auch gerne mal noch sehen würden, was er so meint und wer sein Favorit ist. Und Spoiler mal vorweg, es ist der gleiche wie von Mirko Salvi. Es ist der Frölunda HC. Der Frölunda HC von allen, der gross genannte Turnierfavorit an dem diesjährigen E-Spengler Cup. Und da haben wir die Antworten vom Tim Hess mit Sparta Prag. Genau, auch er, da 50% Win-Chance tut er sich zurechnen bei dem Spengler Cup. Seine Win-Percentage auf GameTurnier.gg, aber 100% mit der Frölunda müssen wir nicht mehr reden. Und da der Tim Hess natürlich als letztjähriger Sieger, wo er gegen den Sven Julmi mit dem Frölunda HC gespielt hat, hat er da 6'000 Euro mit heimgenommen. Wie gesagt, er ist nicht nur E-Spengler Cup amtierender Champion, er ist auch EDL amtierender Champion. Für mich in der deutschsprachigen Region der konstanteste, der beste Spieler, wenn es um virtuelles Eishockey geht. Und darum bin ich auch ein bisschen enttäuscht von diesen beiden. Ich meine, wir haben einen amtierenden E-National League Champion da, wir haben einen amtierenden EDL Champion und einen amtierenden E-Spengler Cup Champion da. Und die beiden, sie haben sich durchgesetzt. Ja, sie sind im Halbfinale. Ja, sie haben das Ziel erreicht. Aber die Art und Weise war überhaupt nicht überzeugend für mich bis jetzt. Genau, sie haben sich in den Qualifikationen durchgesetzt gegen über 1'000 Teilnehmende. Und jetzt natürlich da Crème de la Crème von der deutschsprachigen E-Sports-Szene bei der NHL sind sich am Messen und werden uns hoffentlich zeigen, was sie können. Ja, definitiv. Und ich bin jetzt gespannt, wie das abläuft, wer das besser in das Spiel startet, wer das erste Goal kann schiessen, wie schon so oft angesprochen, das erste Goal mit Abstand das Wichtigste. Weil dann kannst du anfangen, das Spiel zu steuern. Du musst nicht mehr kommen, vor allem gegen so starke Spieler ist das extrem wichtig, dass du kannst taktieren, dass du kannst sagen, wie schnell das wird und ob du da offen lässt oder ob du zumachst. Und ja, ich glaube, die ersten Goal, vor allem in so Matchups, sind extrem entscheidend. Und beide hüten sich natürlich davor, dass sie den ersten Gegentreffer bekommen. Und ich vermute vor allem im ersten Spiel ist vor allem ein abtastendes, sehr vorsichtiges Spiel. Und dann im Game 2 hat einer das Messer am Hals und dann ist es do or die, oder? Genau, wir spielen nämlich ein Best of 3. Das heisst, wer zwei Runden für sich entscheidet, geht als Sieger vor. Und wir gehen aufs Eis zum ersten Pulli, wo Sparta Prag jetzt an der Scheibe ist. Ja, wir sehen das Spiel aus der Sicht vom HC Ambrì Piotta. Das heisst, der Mirko Salvi von unten nach oben in der weißen Dress, in der rötlichen Dress. Sparta Prag mit dem Team Hess. Prag probiert sich da bereits das erste Mal festzusetzen in der Zone vom HC Ambrì Piotta. Jetzt aber Prag wie Ambrì Piotta im Angriff. Der Mirko Salvi nach wie vor mit dem Pass anzeigen. Wir sehen da, wer er anvisiert vor dem Goal von Sparta. Sparta fängt aber ab und setzt an zum Gegenangriff. Kommt da in die Zone von Mirko Salvi und probiert einen langen Schuss. Leider daneben. Nochmal. Erster guter One-Timer von der blauen Linie. Leider nicht aufs Goal, sonst wird das dann ganz gleich. Jetzt aber die erste Strafe gegen den HC Ambrì Piotta und die erste Überzahlmöglichkeit dann für den Team Hess. Damiano Cacce da mit einem sicheren Fanghand-Safe. Und jetzt haben wir bereits schon so einen Key-Moment in dem Game Nummer 1. Ein erstes Mal sind Special Teams gefordert von beiden Seiten. Und
Na, vor allem auf dem Niveau ist die kleine Passlane, die jetzt aufgeht, mit einem Spieler weniger, natürlich ganz, ganz entscheidend. Wichtig jetzt für den Mirko Salvi, viel Scheibenbesitz in Unterzahl, dass er langsam aufbauen kann, vielleicht Scheiben in der Offensivzone von Sparta Prag kann heben. Jetzt aber ein Fehler an der offensiven blauen Linie, direkt Kontermöglichkeit, Überklappung. Forelda mit der Möglichkeit für Sparta Prag. Gut verteidigt, aber auf Marcin Ripiotta. Jetzt vielleicht die Möglichkeit für den Diego Costner in Unterzahl die Scheibe irgendwie aufs Goal zu bringen. Totti kann die Scheibe tief bringen, holt da gut Zeit aus der Mirko Salvi, noch 35 Sekunden die Überzahl für Sparta Prag. Macht das da sehr clever, hebt die Scheibe offensiv, probiert das sogar noch vor das Goal zu kommen und Abschluss möglich zu machen. Moravik jetzt dafür Sparta Prag und in dem Moment der HC Ambripiotta schon wieder komplett. Buchtele, eher ein auffälliger Spieler bei Sparta Prag. Viel Gold geschossen bis jetzt an diesem Turnier. Und auf ihn wird natürlich immer wieder ein Auge geworfen werden müssen. Buchtele jetzt schon wieder an der Scheibe, sucht da den Backdoor-Pass. Sparta, also wir haben gehört, dass Outstats von den Spielern im Game doch einen Unterschied machen. Jetzt Sparta wieder in der Zone von Ambripiotta. Bauen sich da auf, suchen eine Möglichkeit zum Reinkommen. Nochmal abgefangen von Ambri, wo gerade zum Gegenangriff ansetzt. Ich denke, es ist ein rasantes Spiel, wie wir es von beiden da in diesem Turnier auch schon gesehen haben. Beide versuchen, Chancen zu nutzen, Chancen vor allem auch aufzubauen. Jetzt Sparta. Ja, es geht natürlich darum, dass du ein gewisses Risiko musst nehmen. Aber man will natürlich nicht zu viel Risiko nehmen, gerade am Anfang. Man will nicht unbedingt auf Kauen oder Gestochen das erste Goal machen können. Aber wenn sich natürlich die Chance gibt, wärst du blöd, wenn du es nicht nutzen würdest. Jetzt Dominik Zwerge mit der Scheibe in Richtung Goal von Sparta Prag und bereits die nächste Strafanzeige gegen den HC Ambripiotta. Ja, wenn das dann irgendwann nicht bestraft wird, dann Fehler an der blauen Linie, kommen sich zwei Spieler in den Weg. Und der Mirko Salvi ärgert sich, schüttelt den Kopf. Matt Agostini muss da für 2 Minuten auf die Strafbank, wegen einem Tripping, also wegen einem Beistellen. Das heisst jetzt wieder Bulli vor dem Goal von Ambripiotta. Ja, und jetzt ist die Frage, wie cool ist der Team? Kann er sich das mal ein bisschen besser in der Offensivzone drin heben? Oder kann sich der Mirko wieder schon wieder befreien? Regin zu Fora, Michael Fora. Bringt die Scheibe einfach mal in Richtung Goal, bleibt aber im Besitz vom HC Ambripiotta. Mirko Salvi bleibt auch in Unterzahl gefährlich. Er behaltet vor allem die Scheibe weit weg vom eigenen Goal. Das ist natürlich immer die beste Variante. Angriff ist die beste Verteidigung. Und da eine Riesenchance für Sparta Prag. Damiano Ciaccio mit einem wichtigen Save für Ambri. 6 Minuten noch zum Spielen im dritten Nummer 1. Ambri bringt die Scheibe gut weg vom eigenen Kasten. Kann da viel Zeit verstreichen lassen, wieder in Unterzahl. Eine gute Möglichkeit haben wir gesehen von Sparta Prag, vom Team Hess. Und jetzt sind auch wieder alle Spieler auf dem Eis, es ist ausgeglichen. Sparta setzt an zum Matchangriff mit Kase. Er ist immer sehr ein auffälliger Spieler, jetzt mit der guten Möglichkeit. Gut aber der Winkel verkürzt vom Damiano Ciaccio im Kasten vom HC Ambripiotta. Regin zu Dotti, sucht eine Anspielstation, findet sie mit dem Fora. Dreht nochmal ab, geht hinten. Alles nochmal frisch aufbauen. Jetzt aber sehen Sie schon wieder, es probieren beide die blaue Linie so gut wie möglich zuzumachen. Man probiert den Zone-Entry im Gegner so schwer wie möglich zu machen, weil außerhalb der blauen Linie haben sie keine Chance. Oder sehr, sehr minime Chance, um das Goal zu schiessen. Wie du sagst, beide probieren. Ich habe das Gefühl, es ist relativ ausgeglichen im Moment. Ja, jetzt hier ein guter Zone-Entry von Sparta Prag. Da hat es der Mirko am Team zu einfach gemacht und das auch eine gute Chance für Sparta Prag. Aber in meinen Augen defensiv beide bis jetzt sehr solid, lassen wenig zu. Das ist das Wichtigste in dieser Phase von dem Spiel, dass man da eben nicht unnötig mit 1-0 in Rückstand geraten. Polaschek mit dem langen Pass kommt nicht an, kein Icing. Die letzten paar Sekunden laufen im dritten Nummer 1, da wird es nichts mehr geben daraus. Das dritte Nummer 1 im Game Nummer 1. In dem ersten Halbfinale, in den ersten Semifinals, ist schon wieder durch. 0-0 nach 20 Minuten. Nicht viel passiert tortechnisch, ja, aber nicht minder spannend für mich. Ja, definitiv. Es ist ein spannendes Spiel, aber es ist das Spiel, das ich erwartet habe. Es ist ein defensives Spiel. Es ist ein Spiel, wo beide wollen vermeiden, dass sie mit 1-0 in Rückstand gehen. Das sieht man auch. Sie nehmen noch nicht das Risiko. Sie schauen eher, hey, kann ich den tödlichen Pass spielen, um sicher 1-0 in Führung zu gehen. Sonst hebe ich die Scheibe in der eigenen
in der eigenen Hand, in der eigenen Reihe. Absolut. Da, der Team ist noch nicht ganz so einverstanden mit gewissen Sachen. Denkst du, das Abtasten ist jetzt nur im ersten Drittel gewesen, oder wird sich das noch weiterziehen über das ganze Game 1? Ich denke, es wird sich so lange weiterziehen, bis irgendeiner Drucker mal findet, das Eisen kann schiessen und dann wird das Spiel anfangen aufzunehmen. Dann wird einer von beiden müssen mehr machen und jetzt haben wir Duke switched. Jetzt sind wir aus der Sicht von Sparta Prag das Game mal anschauen und jetzt sehen wir etwas ganz Spannendes. Der Mirko Salvi hat die Scheibe nicht rausgegeben, geht auf Nummer sicher, will das Bulli in der eigenen Zone. Das vielleicht auch, weil wir bis jetzt noch fast keine Setplays gesehen haben. Der Tim hat auch noch nicht wirklich Setplays können produzieren. Und kommt jetzt da souverän aus dem eigenen Drittel raus. Weil ich hatte das Gefühl, hey, ich habe ihn im Griff am Bulli. Dann gehe ich das kleinere Risiko hin, als wenn ich dann gefährlichen Pass rausspiele vom Goalie. Interessant, also durchaus eine Taktik, um das Bulli in der eigenen Zone zu provozieren. Ja, es ist eben, wie schon so oft gesagt, man probiert es eigentlich tunlichst zu verhindern. Man probiert dort möglichst das Spiel wieder schnell zu machen. Am Gegner nicht die Möglichkeit geben, wieder ein Setplay. Und wir haben wieder ein Connection-Loss. Das haben wir gestern schon mal gehabt. Aber auch da nicht in einer heissen Phase, nicht vor einer Torchance. Von dem her, so gesehen, nicht ganz so tragisch. Aber natürlich Connection-Loss. Das heisst, wir müssen jetzt schauen, wie wir da weiterverfahren, wie schnell dass wir die Verbindung wieder finden. Es ist jetzt natürlich die andere Frage, ist, wie machen wir es weiter? Wie machen die zwei weiter? Was ist so... So der Gameplan. Ich meine, wir haben erst gerade das zweite Drittel angefangen, es ist der Stand vom 0-0. Von dem her, alles die Voraussetzungen stimmen, um möglichst einfach weitergehen. Ist natürlich jetzt auch nervig. Die beiden müssen ihre ganzen Taktiken, die ganze Linie, sie müssen alles wieder einstellen. Definitiv, da hat die Spielerkonfiguration findet am Anfang vom Spiel statt. Du musst vor dem Spiel, wenn du das Matchup findest, musst du alles einstellen. Ja. Das kann durchaus sein, dass das dort 5, 10, 15 Minuten geht. Je nachdem, was du alles einstellst, da gibt es dort, die sind ganz, ganz, ganz verrückt, wenn es um so Sachen geht und stellen jedes Einzelne ein, schon fast, was du kannst einstellen, Linien separat drücken, einen anderen Spielstil, dann hast du den ganzen Defensivbereich, Offensivbereich, wie behandelst du die neutrale Zone, wie gehst du vorchecken, gehst du mit einmal, gehst du mit zweimal, gehst du komplett überlasst im Gegner eigentlich die Mittelzone und, da hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja, dann hast du die ganzen Special Games, Powerplay-Linie, Unterzahl-Linie, 3 gegen 3, 4 gegen 4 und. Du kannst dir vorstellen... Das sind extrem extensiv. Das sind so, wo Pros vor allem machen, macht das auch ein regulärer NHL-Spieler? Das ist das Gleiche, wenn ich dich frage, kaufst du dir den Top-Schlittschuh oder kaufst du den günstigen Schlittschuh im richtigen Eishockey? Das ist so, Pros kaufen den Top-Schlittschuh, das ist normal, dass du dir den Top-Schlittschuh kaufst, aber ein Amateur sagt sich, hey, ich will den Top-Schlittschuh und kauft sich dann den Top-Schlittschuh. Also, das gibt es so und so. Sag mal so, im normalen Bereich wird nicht so viel eingestellt, es gibt aber auch dort Leute, die finden, hey, ich muss das eingestellt haben, sonst bin ich nicht so gut. Ganz individuell. Das ist ganz individuell, ganz genau, ganz genau. Ja, jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Wie geht es da weiter? Jetzt müssen wir vor Ort auch schauen, hey, wie machen wir das überhaupt? Und ich würde darum sagen, wir gehen nachher in einen kurzen Break, lernen die Spieler auch alles wieder einstellen. Und ich höre jetzt gerade aus der Regie, Moment, was das auch immer heisst. Das heisst, wir können noch ein bisschen überbrücken, wir können noch ein bisschen darüber reden. Was ist bis jetzt passiert? Was hast du bis jetzt für einen Eindruck von diesen Games? Ich habe es schon gesagt, ich habe das Gefühl, das Spiel ist relativ ausgeglichen, wie du auch schon erwähnt hast. Die Spieler sind noch vorsichtig, sie aber das Spiel trotzdem hin und her nicht unspannend. Also beide versuchen sich Möglichkeiten zu erarbeiten. Ja, es ist auf beiden Seiten, es ist ein Abtasten gewesen, es ist das erwartete Abtasten gewesen, wo wir von Anfang an eigentlich prediktet haben. Chance für mich ein bisschen bessere für Sparta Prag, hat eine Top-Chance in Überzahl, der Mirko Salvi mit zwei Strafen im ersten Drittel. Das ist etwas, was er tunlichst verhindern soll in der nächsten Zeit, weil sonst früher oder später kommt er sie dann in Unterzahl über. Er hat zwar in Unterzahl sehr stark gespielt, Scheibe gut weggebracht vom eigenen Goal. Aber ja, nichtsdestotrotz, es bleibt spannend. Definitiv hast du beobachtet, wie die Pullis so gewonnen werden. Ja, für mich eher ein Vorteil für Ambri Piotta, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Ich glaube, mehr Bullies gewonnen. Ist mir vor allem geblieben wegen dem Defensiv-Bulli, den er forciert hat. Das wird er nicht umsonst so forciert haben, sonst muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht geachtet, wer die Bullies gewinnt. Genau, das ist auch für mich rausgestochen. Oder das Bulli vor dem eigenen Goal ist ein Risiko. Gerade wie du gesagt hast, die Setplays können gefährlich werden, wenn es funktionieren. Ganz genau, ganz genau. Jetzt ist es so ein bisschen. Für mich die grosse Frage, wie geht es weiter? Erstmal, wie geht es weiter überhaupt in dem Spiel? Wie geht es weiter allgemein im Turnier? Und
Und wir hören gerade, wir spielen das ganze Game von Anfang an, was nicht weiter tragisch ist eigentlich, weil es ist 0-0 gewesen. Das erste Game von einem Best of 3, da kann man gut nochmal von vorne anfangen. Und vor allem wichtig, das wird auch jeweils mit den Spielern besprochen. Da sind alle einverstanden, dass man so weiterfährt. Aber wie du gesagt hast, es wird wahrscheinlich ein Moment gehen, bis die Spieler wieder eingestellt haben. Ganz genau. Ja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, gehen wir in einen kurzen Break, tun wir überbrücken? Ich weiß es nicht. Das ist... ja. Ich würde sagen, wir gehen in einen 2-Minuten-Break rein, nehmen uns nochmal die Zeit und dann sind wir bald wieder zurück für das Match, für das erste Game hier in den Semifinals, für Qualifikation, für morgen, fürs Finale und doch nochmal, ich zeige es gerne nochmal, für den ersten Platz 6'500 Franken. Ja, definitiv ein schöner Batzen Geld. Eine lange Tradition und schon bekannt die ganze Welt. Neues Glück, neues Jahr, eine Kurve, die schreit. Wir sind alle willkommen bei unserem Battle on Ice. Da wird geschossen und manchmal schon mal geschuft. Gleich überall nur Liebe in der Luft. Das hast du noch nicht gesehen, so was gibt's nun da. Wie ist da in der Welt? Ort von der ganzen Welt. Pilgern sind ins Dorf, in dem Sport und dem Event dreht sich alles nur um Timing. Wer weiß, für wer dein Herz schlägt, siehst ja, wie's rauskommt am Ende. Du hast uns länger warten lassen. Ich zähle schon die Tage, denn es ist komisch, wenn du fährst. Komm mit beim nächsten Mal in meine Welt, da schlägst du hin und her. Das hast du noch gesehen, so was gibt's noch da. Enjoy the moment, enjoy the show. Hello world, hello folks, enjoy the game. Das hast du noch nicht gesehen, so was gibt's nun da. Wie bist du in der Berge? Una volta l'anno, una volta l'anno, una volta l'anno, una volta l'anno.
So, wir sind zurück aus dieser kurzen technischen Unterbrechung. Problem sind behoben, soweit wie ich das weiss. Und man hat sich entschieden, dass man das Spiel einfach wieder von vorne startet, wie wir schon vorher erwähnt haben. Es ist 0-0 gestanden, das erste Drittel war erst gespielt. Die Spieler sind einverstanden mit dem, müssen aber jetzt natürlich die Einstellungen nochmal vorne. Und dann sind wir dann ready für das erste Spiel. Ja, nochmal alles von vorne. Das heisst, man hat 20 Minuten Abtasten quasi gratis gehabt. Kann jetzt ein Vor- oder Nachteil sein, man kann es sehen, wie man will. Schlussendlich, es ist die erste Lösung, wenn man jetzt das Ding nochmal neu startet, nochmal neu anfangen zu spielen. Es ist kein Goal gefallen, es ist keine Strafanzeige, nicht. Genau, nehmen wir es als Aufwärmrunde. Wir nehmen es als für alle als Aufwärmrunde, für euch im Chat, wieder für uns in den Kommentatorenbuff und überall. Ja, es genau. Sind gratis 20 Minuten Hockey gewesen, zusätzlich. Richtig, für euch auch nochmal die Chance zum Überlegen, wer könnte echt den Spengler Cup gewinnen. Abstimmen im Twitch-Chat. Und dann, was denkst du, wie lange geht das für die Spieler, bis die wieder ready sind? Du hast gesagt, das kann bis zu 15 Minuten dauern. Es ist ganz unterschiedlich. Wie oft haben sie es eingestellt? Wissen sie schon auswendig, was sie einstellen wollen? Es ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Es kann sein 2 Minuten, es kann sein 10 Minuten. Das ist so ein bisschen... Ich höre gerade, unsere Spieler sind schnell. Die sind nämlich schon ready wieder für ins Spiel. Das heisst, die Spieler sind eventuell schon auf dem Eis und ready aufgewärmt vor allem auch. Ich bin gespannt, wie wir hier weiter verfahren. Dann gehen wir hier. Das Game Nummer 1 nochmal. Game Nummer 1 zwischen Sparta Prag und dem HC Ambrì Piotta. Und Sparta Prag jetzt von unten nach oben. Wir sehen jetzt also die Sicht vom Team Hess mit dem ersten Torschuss in Richtung Damiano Ciaccio. Kein Problem aber für den Schlussmann vom HC Ambrì Piotta. Mirko sucht den langen Pass, findet den Regin. Nochmal zurück zu Pezzullo. Der wartet Macmillan, Force Goal. Sobotka zu Kase. Kase kann jetzt mit viel Speed über die rechte Seite laufen. Sucht sich da Lücke, findet sie nicht. Spielt nochmal zum Pavelka, wieder zu Kase. Kase mit dem Abschluss. Big Save vom Ciaccio. Gute Fang, haben da ausgefahren. Also schon zwei Schüsse aufs Goal von Sparta. Team sieht aufgewärmt aus dem Fall. Ja, und wieder interessant, der Mirko Salvi mit Ambrì erheben zu schieben mit dem Goal. Er spielt sie nicht raus. Wollte natürlich auch das Risiko verhindern, unnötiges Goal überzukommen, weil er die Schiebe nicht sauber rausgibt. Das ist natürlich die andere Ansicht, die man da haben kann. Vielleicht ist da ein gewisser Kniff dahinter, dass er jetzt sagt, hey, ich spiele sie jetzt 3-4 Mal nicht raus und beim 5. Mal spiele ich sie dann raus und überrasche meinen Gegner damit. Taktische Überlegungen da. Überall. Also es wird jetzt extrem taktisch werden in diesen Semifinals. Es sind alles sehr erfahrene Spieler und jetzt vielleicht die Möglichkeit für Sparta Prag. Guter Abschluss. Da aus dem Slot, aber wieder Endstation Damiano Ciaccio. Repik zurück zum Buchtele und der viel angesprochene Buchtele. Die nächste Möglichkeit, aber once again Damiano Ciaccio sicher im Kasten. Wenn ein Team weiterhin so angriff startet, wird es gefährlicher Ambrì. Aber das ist das, was wir auch schon gesehen haben. Beispiel Pascal Virgailis, der hat sich da einkesseln lassen gestern vom Kevin mit dem Team Kanada und hat nachher ganz punktiert zugeschlagen. Hat eine Chance gehabt, hat sie genutzt und vielleicht sehen wir auf dieser Seite genau das beim HC Ambrì Piotta. Formen aber jetzt mit dem Entlastungsangriff für Sparta Prag. Formen immer noch in Scheibenbesitz, kann sie weiterhin behaupten. Versucht da den Rückpass und Dvorak den Bürgler, aber dazwischen zieht jetzt da über die rechte Seite. Dario Bürgler. Und da schieben wieder rüber, kann sie verteidigen. Jetzt kommt der Berg an die blaue Linie zum Dotti. Wieder Bürgler. Dotti schieben aus dem Drittel draussen. Ambrì muss also alles nochmal in die Neutralzone und der nächste Angriffsversuch vorne schafft er den Sonne. Ja, relativ einfach. Das ist für mich fast ein bisschen zu einfach gegangen da für Ambrì. Hoffentlich bestraft das jetzt nicht Sparta, jetzt die Chance für das Goal. Aber Sparta kann sich nochmal retten, ist jetzt in Scheibenbesitz. Die Frage ist, können sie führen in die Zone von Ambrì? Jawohl, das sieht gut aus, über die blaue Linie. Und jetzt hinter dem Goal durch. Versucht da in die Mitte zu passen, verwischt die Scheibe nicht, muss nochmal ansetzen. Guter langer Pass hier für den Sohn vom Team, macht da ganz viel auf dem Feld. Kann dann nachher eigentlich relativ unbedrängt in die Zonen reinlaufen. Wir haben noch 5 Minuten im ersten Drittel, weiterhin 0-0.
Und jetzt Ambri mit dem Entlastungsangriff. Kommt dann Querpass, ein bisschen zu steil. Dario Bürgler kann sie sich aber trotzdem noch erlaufen. Bürgler leitet zurück auf Totti. Totti mit dem Abschluss knapp am Kasten vorbei. Dreieinhalb Minuten und jetzt der Kase zum Gegenangriff. Eben Tadjiba gewartet, bis seine Mitspieler mitkommen. Er hat keine Anspielstation gehabt. Ist dann aber ein bisschen zu lang gegangen. Jetzt vielleicht die Möglichkeit, gut verteidigen von Ambri mit dem Mirko Salmi. Grassi. Leitet noch einmal zurück zum Yannick Buren. Der zum Diego Kostner wieder Buren. Ja, der Mirko lädt. Geht null Risiko ein. Team probiert es, auch wenn er mal ganz allein vorne ist. Mirko vor allem defensiv, er geht null Risiko, er probiert einfach die Scheibe zu heben, probiert einen sicheren Zone-Entry zu erarbeiten. Und auf der anderen Seite der Team, der relativ schnell umschaltet von Defensiven auf Offensiven, da relativ straight führen geht. Und das erste Drittel zum zweiten Mal bereits zu Ende 0:0 nach den ersten 20 Minuten. Ja, wieder wenig Chancen bis gar keine Chancen gesehen in den ersten 20 Minuten, also sicher nicht zwingend auf beiden Seiten in dem ersten Drittel. Aber doch mehr Angriff vom Team. Offensiver unterwegs zeichnet sich jetzt da für mich ein bisschen ab. Ja, der Team ist halt einfach straightforward. Er geht relativ schnell in die Offensive, sucht dort. Die Offensive, ist die beste Verteidigung. Und der Mirko sehr, sehr bedacht in seinen Angriff. Probiert dort viel nochmal in der Mittelzone zu kehren. Probiert den optimalen Passweg aufzutun und Mirko am Telefon. Ist das nur Beratung gewesen? Ja, ist gut möglich, dass er da nochmal den einen oder anderen Tipp mitbekommen hat von einem, der ihm zugeschaut hat, so, was er anders machen könnte, was er besser machen könnte. Wenn er vielleicht so einen noch besser kann gestalten, ein bisschen schnell. Das ist ganz normal. Ich finde, das machen extrem viele so, weil du bist so in deinem Fokus, du bist so in deinem Tunnel drin, in so einer Situation, dass ein paar fremde Augen von außen da doch noch den einen oder anderen Tipp mitgeben können. Jetzt aber die erste Möglichkeit für Ambri, den Macmillan. Von Zun wieder zu Macmillan. Regin. Rezzuno. In das Goal. Dorel zu Kase. Und der geht jetzt wieder über die rechte Seite, zieht jetzt hier rein. Und der Kase mit dem 1:0 für Sparta Prag. Und da haben wir den ersten Treffer in diesen Halbfinalpartie. David Kase haut das Ding rein am Damiano Ciaccio vorbei zur Führung für den HC Sparta Prag. Und jetzt? Jetzt kommt der Mirko. Now we have a, game. Und jetzt muss der Mirko, Goal schiessen, damit er den Punkt holen kann. Vor allem haben wir das erste Drittel auch mit 0 Goal durchgespielt und sind jetzt eigentlich wieder dort angesetzt, wo wir vorher ausgestiegen sind. Team jetzt in Führung. Wie geht es weiter? Sparta setzt jetzt schon wieder an zum nächsten Angriff. Ja, guter Abschluss da vom Repik und jetzt spielt der Mirko die Scheibe raus. Repik immer noch in Scheibenbesitz, probiert da nochmal einen Abschluss. Damiano Ciaccio jetzt aber sicher mit dieser Intervention. Ja, es ist, jetzt haben wir ein Spiel, jetzt muss der Mirko mit Ambri mehr machen für das Spiel. Und der Team kann sich jetzt natürlich gut darauf einstellen. Was macht der Mirko? Er muss nicht mehr der Erste, oder er muss nicht mehr den ersten Zug machen, sondern jetzt liegt es daran, dass der Mirko den Zug macht. Er muss nicht mehr der Erste sein, aber wir haben auch schon gesehen, so ein Ausgleichstreffer bei einem Punkt Vorsprung ist schnell passiert. Natürlich, es braucht eine gute Aktion, es braucht vielleicht auch nicht einmal gute, es braucht einfach eine glückliche Aktion und die Scheibe geht irgendwie rein. Wir erinnern uns zum Beispiel gestern als 3:2 von Matt Agostini gegen den HC Davos, wo da irgendwie am Schildsend zwischen den Beinen durchruggelt. Absolut nichts zwingend. Auch so etwas kann passieren, das gehört auch dazu. Genau, es muss nicht schön aussehen, Hauptsache es ist ein Goal. Ganz genau, jetzt der Inti Pestoni für Ambri. Schlechter Rückpass, Sorel kann die Scheibe übernehmen, geht jetzt in die Vorwärtsbewegung. Kase da wieder fast mit der nächsten Möglichkeit. Nochmal gegeben von Ambri, wo jetzt die Chance hat, um nochmal aufbauen etwas. Kommt da durch, kommt in die Zone von Sparta. Aber liegt in der Unterzahl dort. Gute Möglichkeit und da ist, das ist genau das, aber der Schiedsrichter winkt ab, Goalie-Behinderung. Ist es denn jetzt auch wirklich eine Goalie-Behinderung gewesen oder nicht? Anhand von der, ja, von den Bildern darf das Goal eigentlich nicht zählen. Dominik Zwerger steht da im Goalie drin. Darum dürfte das Goal nicht zählen und das zählt nicht. Weiterhin also 1:0 für Sparta Prag. Das ist das erste annullierte Goal an dem diesjährigen E-Spengler-Cup.
Und das ist so eine wichtige Phase von dem Turnier, aber absolut die richtige Entscheidung in meinen Augen. Wo der Schiedsrichter fährt jetzt die nächste Möglichkeit. Ambri wird das Goal. Ja, Ambri hat jetzt Blut gelegt. Der Mirko weiß, er muss jetzt das Goal machen und er macht es auch. André Heim schießt den Ausgleichstreffer für den HC Ambri Piotta. Zuspielhälfte 1:1 jetzt zwischen Ambri Piotta und Sparta Prag. Da sehen wir nochmal den André Heim, der einschieben kann. So, der Mirko Salvi hat müssen und der Team hat jetzt auch gesehen, er kann. Das heisst, es bleibt spannend. Wir haben Gleichstand. Es geht sozusagen wieder von vorne los. Wer kommt da den Vorsprung über? Jetzt Ambri. Hat das Bulli gewonnen, ist nach vorne der Scheibe. Aber Hartung kämpft dort an der blauen Linie. Eigentlich für den Mirko, dass es da ein Offside gibt, sonst hätte der Team allenfalls können sich die Scheibe schnappen und direkt in Gegenangriff übergehen. Ein Konter, ein 1-0. Auch immer sehr gefährlich und auf dem Niveau im Normalfall ein sicheres Goal. An der offensiven blauen Linie musst du extrem vorsichtig sein mit der Scheibe. Wenn sie dort verlierst, ist natürlich deine ganze Mannschaft ist im Vorwärtsgang. Du musst dich auch zuerst kehren und der Gegenspieler der kommt mit ein bisschen Speed. Der kann die Scheibe auflesen und kann dann direkt ja, schon mit einem Meter zwei Vorsprung starten. Und dass der einholst, das ist meistens sehr unrealistisch. Ui. Aber straff Anzeige an Ambri und der Repik liegt. Start auf und irgendwie beim Aufstehen haut sie den Michael Repik rein zum 2:1 für Sparta Prag. Da sehen wir es nochmal. Lied vor dem Goalie. Start auf und dann Backhand. Five-Hole vorbei am Damiano Ciaccio. Ist das jetzt mehr Glück als Verstand? Er arbeitet das Glück, kann man dem auch gut sagen. Es ist, ja, der Mirko hat mehr von den letzten paar Minuten. Das Team hat jetzt aber wieder gut zurückgeschlagen, ist jetzt 2-1 in Führung. Und ich glaube, jetzt ist so die erste Hemmschwelle ist jetzt gefallen. Jetzt geht's. Jetzt geht es um mehr und jetzt geht es darum, wer macht das nächste Goal. Es ist nicht mehr das ganze Verteidigen, wie wir das vorher gesehen haben. Wir haben jetzt ein Spiel, das gesehen, wissen beide, dass sie Goal schiessen gegeneinander. Genau, der Mirko muss jetzt wieder. Probiert es mit dem Hirtan und spielt den Pass in die Mitte. Ich kann die Scheibe aber gerade nochmal übernehmen. McMillan wird im letzten Moment am Abschluss gehen. Kann die Scheibe sich aber wieder zurückgehen, aber Kozun. Hartung kämpft, aber Ambri nach wie vor setzt sich da fest. Es hat einen kurzen Moment lang ein Passling gegeben. Mitte, das hat Mirko aber gerade nicht gesehen oder nicht können spielen. Formen jetzt aber für Sparta Prag mit dem Entlastungsangriff. Kommt aber die linke Seite, hat viel Platz, sucht den Pass in die Mitte, gut verteidigt aber von Ambri. Hier dann zu Kozun. Borak kann die Scheibe abfangen, leitet gerade den Gegenangriff über den Formen. Formen mit viel Speed. Sucht da wieder den Querpass, wird zweimal abgefangen von Ambri Piotta. Gut verteidigt da von Mirko Salvi. Das wäre schon wieder eins von diesen sicheren Goal gewesen. Team kommt da oft schnell führen in Angriff. Jetzt aber Ambri. Grassi zu Kozun. Kozun sucht wahrscheinlich den Mittepass finden. Nicht, Machowski ist da dazwischen. Die letzten 10 Sekunden im zweiten Drittel laufen jetzt. Da wird es keine grossen Sprünge mehr geben. Ich jetzt mal an Sobotka, vielleicht noch mal mit der Möglichkeit. Sobotka leitet noch einmal die Scheibe in die Mitte. Michael Foro fängt aber ab. Und darum gehen wir in die zweite Drittelspause. 2:1 für Sparta Prag. Eventreichs. Na, gutes Mitteldrittel. Wir haben schnell ein Goal gesehen. Das hat natürlich am Spiel gut getan. Definitiv. Wir sehen hier Total Shots für Sparta. Sind es 10 gegen 7. Time on Attack, aber bei Ambri mehr. Ja, Ambri hat mehr Zeit gehabt in der Zone von Sparta Prag. Der Mirko hat mehr müssen machen, hat sich dann auch, wie gesagt, anfangs zwei Drittel hat er mehr vom Spiel gehabt, nachdem der Tim Seisler noch können schiessen. Und da sehen wir noch einmal, ist das 2:1. Der Repik wird geleitet und kann sie dann da nach unter dem Schoner durchschieben. Damiano Ciaccia beim Verschieben muss er den Schoner leicht anlaufen. Gibt einen kurzen Moment. Ein bisschen Space dort runter. Und genau dort schiebt er die Scheibe drauf vorbei. Natürlich ärgerlich für den Mirko Salvi. Fakt ist, es steht 2:1 zwischen Ambri und Sparta Prag. Und jetzt Ambri natürlich angestachelt, um den nächsten Treffer wieder zu erzielen. Sie müssen, damit das Game Nummer 1 nicht in die Hand von Sparta Prag geht. Sparta jetzt aber am Angriff. Wird nochmal. Ja, Fehlpass. Schlechter Feldpass, hinten raus an die blaue Linie. Das sind die ganz gefährlichen Pässe, wenn die nicht ankommen.
kann der Gegenspieler relativ einfach in den Konter laufen. Das probiert man natürlich zu verhindern, das offene Messer dort. Pavelka jetzt für Sparta Prag. Polaschek leitet noch eine Schiebe zum Repik. Er schützt zum 2:1. Repik leitet die Schiebe in die Mitte. Ciaccio aber mit dem Stock dazwischen. Klappig. Guter Move, jetzt Möglichkeit. Gut, aber auch verteidigt von Mirko mit dem HC Ambri Piotta. Geht da aggressiv drauf, gibt dem Team die Zeit gar nicht erst, um den Querpass zu spielen. Chance für Ambri. Dominik Zwerger, ja, muss noch mal raus. Das heisst, alle Ambri Spieler müssen noch mal aus der Zone rausfahren. Dort bleibt aber der Inter Pestoni irgendwie drin hängen, kommt nicht raus. Jetzt schafft er das. Buchteli aber jetzt mit dem Gegenangriff. Das war jetzt so ein klassischer Game-Fehler, vielleicht auch, dass der Spieler dort hängen geblieben ist und somit die Möglichkeit für Sparta etwas gehindert hat. Ja, definitiv. Definitiv. Das dort, der muss schon viel schneller rauslaufen, der Inter Pestoni. Hat jetzt aber da Chibon spielt den entscheidenden Pass zum 2:2. Matt Agostini. Weil ich gar nicht so schlecht ist, jetzt erst hängen geblieben, hätte jetzt können die Scheibe zum 2:2 überspielen. Da war der Slotpass im Moment offen gewesen. Das sieht natürlich ein Mirko Salvi. Spielt da Pestoni auf D'Agostini und der Matt D'Agostini. Er der Mann für die wichtigen Treffer, habe ich das Gefühl, beim HC Ambri Piotta. Schießt viel die entscheidenden Goal. Jetzt auch wieder das wichtigste Goal zum Ausgleich. Und es ist wieder unentschieden. 12:05 vor Ende von dem dritten Drittel. Jetzt Bulli für Ambri. Kann der Mirko eventuell mal noch in Führung gehen? Jetzt aber Sparta hat sich die Scheibe geholt. Baut er auf. Forel. Und ein riskanter Pass. Wir haben bis jetzt die schnellen Passkombinationen vom Tim noch nicht gesehen. Die vermisse ich ein bisschen. Hat in der Vorrundenspiel oftmals 2-3 schnelle Pässe gespielt. Und dann hat es gekesselt. Das ist jetzt, wird es auch sehr gut verteidigt von Mirko Salvi. Er gibt ihm die Möglichkeit gar nicht erst, um die schnellen Pässe zu spielen. Deckt er gut ab. Vor allem die Mitte macht er extrem stark zu. Sparta kann sich hier festsetzen in der Zone von Ambri. Muss jetzt schieben. André Heim jetzt für Ambri mit dem Entlastungsangriff. Dario Bürgler muss noch eine Schiene kennen. Jetzt einen dummen Schiebenverlust in der eigenen Zone von Ambri. Kase, Thorell. Wichtige Parade von Damian Cic, aber wieder zurück zum Kase. Thorell holt sich den eigenen Rebound, sieht, dass der Kase mit hinauft. Und der David Kase mit dem 3:2 Führungstreffer. Er bereits fürs 1:0 verantwortlich. Jetzt fürs 3:2. Tim geht immer wieder in Führung, heisst Mirko muss jetzt wieder nachziehen. Ja, es ist immer ein Reagieren, Agieren. Es ist die ganze Zeit, der Mirko macht das Goal, der Tim will unbedingt gerade wieder das nächste Goal schiessen. Es ist hin und her und wir haben noch 7 Minuten voll von hin und her und auf das freuen wir jetzt extrem. Jetzt die Phase jetzt wird extrem spannend. Yannick Buren für Ambri. Pestoni, nächster Schuss vom Dotti neben das Goal. Forman kann sich die Scheibe gerade wieder auflesen. Ruschek. Abgefangen, die Scheibe jetzt wieder beim Dotti. Pestoni für Ambri. Nimmt die Pestoni mit dem Fehlpass. Ambri muss neu aufbauen. Wird gerade gewechselt auf der Seite von Sparta Prag. Pestoni verliert die Scheibe beim Sonnen. Für Epic jetzt. 5 Minuten verbleiben. Ambri liegt im Rückstand. Muss jetzt schauen, dass nicht nochmal ein Goal kassiert wird. Sonst wird es schwer zum nochmal aufholen. Jetzt aber im Angriff. Und jetzt hat er die ultimative Möglichkeit zum zurückkommen in das Spiel. 2 Minuten Überzahl für Ambri. Erste Strafe gegen Sparta Prag in diesem Spiel. Bulli also extrem wichtig zum Gewinnen jetzt da für Ambri. Sparta kann aber sich die Scheibe krallen. Ja, jetzt ist es sicher extrem wichtig, dass der Team darauf schaut, dass er viel Scheibenbesitz hat. Er muss nichts riskieren. Er kann den Mirko Kohl an. Jetzt ist es wichtig, dass er sich in der Zone festsetzen kann. Möglichst viel Zeit kann gewinnen oder vielleicht sogar so einen Rebound kann provozieren. Gute Aktion da von Sparta Prag in Unterzahl. Jetzt aber auf der anderen Seite die Möglichkeit und der Ausgleichstreffer. McMillan mit dem Ausgleichstreffer. 3:3 für den HC Ambri Piotta für Bianco Blue. Brandon McMillan im Powerplay und wir haben wieder ein Unentschieden, wir haben wieder ein ausgeglichenes Spiel. Da lässt sich der Team zu einfach übertölpeln, ist für mich zu offensiv gewesen in Unterzahl. Übermütig geworden, eventuell ein bisschen und wie wir es schon ein paar Mal gesehen haben, der Mirko Salvi zieht gleich. Das heisst, es bleibt nicht mehr viel Zeit übrig. 2,5 Minuten.
Wir haben noch 2,5 Minuten und in diesen 2,5 Minuten kann noch so viel passieren. Wir dürfen nicht vergessen, in den letzten Minuten wie immer. Realtime und auch dort, es kann noch so viel passieren. 1,40 gibt es noch. Wer weiß, vielleicht sehen wir jetzt die erste Mal in Führung für den HC Ambrì Piotta. Alles ist möglich. Ruschek. Slide zurück auf Formen. Die letzte Minute läuft jetzt. Kotzur für Ambrì. Offside aber da. Der Pass kommt nicht an zum anderen Heim. 48 Sekunden noch. In dem dritten Drittel. Und jetzt gibt es ein Timeout. Das heisst, es werden hier nochmal Sachen umgestellt. Und jetzt gibt es ein Timeout. Der Mirko nimmt sich Timeout, dass alle Linien wieder volle Energie haben. Jetzt kommt direkt das Gegen-Timeout vom Team. Das ist so ein. Ja, so ein. Wie soll ich es sagen? Also, es dient einfach zum Spieler refreshen, damit es wieder ja, genau. Aber wenn der Mirko das Timeout nimmt, sind deine Spieler. Also, ich bin jetzt der Team, der Mirko nimmt das Timeout, dann sind meine Spieler auch wieder voller Energie. Aber das ist einfach so ein Aberglaube, dass das Timeout das Momentum kehrt und darum nimmt man direkt das Gegen-Timeout, damit das Momentum wieder auf deine Seite kommt. Um den Flow ein bisschen unterbrechen, um das Spiel. Nein, wir reden ja immer von dem bösen EA-Momentum. EA bestreitet, dass es gibt. Jeder, der EA spielt, weiß, dass es irgendein Momentum gibt, was dir einfach dann plötzlich alles in die Füße geht. Und mit dem Gegen-Timeout probierst du eigentlich das Momentum wieder auf deine Seite überzudrehen. Und wir schauen, ob es etwas genützt hat. Das werden wir jetzt dann sehen. Auf jeden Fall jetzt Ambrì im Vorwärtsgang, Querpass offen. Und eine riesen Möglichkeit für Ambrì, jetzt der Klappig mit der nächsten Möglichkeit für Sparta Prag. 30 Sekunden haben wir da. Und da in die Zone rein, jetzt ist der Mittepass kurz offen gewesen, gut verteidigt, aber von Ambrì. 25 Sekunden, Repik. Kommt da der Pass in die blaue Linie, nein, er kommt nicht. Kotsun jetzt mit dem Gegenangriff, Pezzullo. Hat keine Anspielmöglichkeit, läuft einfach mal in die Zone rein, macht das gut. Regin, hinter das Goal, Scheibe kann aufgelesen werden. Und jetzt, letzte 10 Sekunden laufen in dem Moment. Werden wir da Verlängerung in Overtime gesehen? Regin. Kommt da nicht mehr zum Abschluss. Ja, wir haben im ersten Game schon mal eine Overtime, eine Verlängerung, also 5 Minuten 3 gegen 3. Schon mal. Jetzt, wie sieht es teammässig aus? Da sind wir ungefähr gleich auf, hätte ich jetzt gesagt. Wenn, dann leichte Vorteil für Sparta Prag eher. Aber da sind wir ungefähr gleich auf. Das ist das einzige Team, das wirklich oben wegschwimmt, ist dort der Kanada im 3 gegen 3. Also kommt es auf unsere Spieler in den Sitz. Definitiv. Und die sind in meiner Meinung noch auch Crème de la Crème. Also Vorteil für keinen. Es ist wirklich. Gehen sich nicht viel, es bleibt spannend. Es ist wirklich. Ja, der Glückliche oder der Bessere ist schlussendlich gewinnt. Der, der die bessere Aktion zuerst hat, der gewinnt. Und jetzt wird es interessant sein, wer hat mehr Nerven? Wer ist cleverer auch? Bei dem 3 gegen 3, wie gesagt, es ist alles möglich. Ich hoffe, sie haben die 3 gegen 3 Linie auch eingestellt. Alles möglich, genau. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um hier ein Goal zu machen. 5 Minuten. Und ich denke, keiner von beiden wird dann ins Penalty-Schiessen gehen. Es wird, also Penalty-Schiessen will jeder getunlichst verhindern. Wie gesagt, du musst den Goalie manuell steuern. Es sind beides keine Goalies im 6 gegen 6. Mirko seines Zeichens Verteidiger, der Team Stürmer. Und ja, ich glaube, mit dem tun sie sich schwer. Klar haben beide Erfahrung drin, aber es ist dann doch noch ein bisschen etwas anderes. Jetzt aber. Sparta Prag mit der Scheibe offensiv. Verliert jetzt die Scheibe blöd. An der offensiven blauen Linie und Kontermöglichkeit für Ambrì. Offside angezeigt, das heisst, es gibt frische Kräfte auf Sis 2.13. Haben wir noch. Und die letzten 2 Minuten von diesen 5 Minuten Overtime, die sind Realtime. Es geht trotzdem schnell. 2 Minuten auch in Realtime. Hoffentlich könnte die genutzt werden. Jetzt Ambrì an der Scheibe in der Zone von Sparta ankommen. Können sie sich halten? Gibt es da Chancen? Lässt sich noch Zeit. Passt in die Mitte. Ja, jetzt ist natürlich einfach Scheibenbesitz ist key und genau so fällt Pass. Probierst du zu verhindern. 3 gegen 3 ist das Wichtigste, dass du die Scheibe hast. Dass du kannst diktieren, wie das es laufen soll. Dass du kannst entscheiden. Du hast so viel Raum, du hast so viel Platz. Und da probiert der Pavelka den Platz auch auszunutzen für Sparta Prag. Voran. Da aber dazwischen ist jetzt schon an der Scheibe für Ambrì. Mirko Salvi da mit dem öffnenden Pass, Pavelka kann aber dazwischen laufen. Ambrì aber direkt wieder in Schieb, jetzt Matt Agostini, er, der die Verlängerung... Nein, er hat sie nicht möglich gemacht, er hat es 2-2 gemacht, aber immer wieder gut war für eine Offensivaktion beim HC Ambrì Piotta Fora. Ich komme zu den letzten Minuten und Ambrì... Ambrì gewinnt das Ding, Matt Agostini schiebt ein zum 4-3 Siegestreffer im Game Nummer 1.
Mirko Salvi also, der erste Sieger am heutigen Tag, Game Nummer 1. Game Nummer 1, genau, aber für den Mirko Salvi, der hier herzig gestartet ist ins Turnier, ist das sicher ein wichtiger Sieg für das Selbstbewusstsein, für den weiteren Verlauf von dem Matchup hier. Ja, und jetzt sind wir in einer ganz, ganz spannenden Situation. Das ist die spannende Situation, besteht vor allem darin, der Tim ist sich nicht gewöhnt zu verlieren. Der Tim kennt das nicht. Und vor allem jetzt ist er im Rückstand. Er ist 0-1 in der Serie im Rückstand. Vorher gegen den Kevin hat er zwar auch ein Spiel verloren, ja. Das war aber das Game zum 1-1 gewesen. Und jetzt hat der Tim das Messer am Hals. Jetzt heisst es do or die. Gewinnt er, gibt es ein Game 3. Verliert er, jetzt gehört, ist er im kleinen Finale. Jetzt gehört von Spieler beim Kevin, er kann dann mit so Sachen schwer umgehen, wird dann ungestüm. Wie ist das beim Tim? Ich weiß es nicht. Er kennt es nicht. Ich kenne es auch nicht von ihm, wenn er hinten ist. Es ist für mich extrem spannend jetzt, weil ich kenne das nicht, dass der Team hinten ist, dass der Team in einer Serie nicht führt. Und das wird jetzt das grosse Fragezeichen sein, wie reagiert der Team auf den Rückstand. Schlussendlich, ja, der Mirko hat gegen Ende des Spiels immer mehr Auftritt, hat immer mehr Spielanteile bekommen, schlussendlich für mich auch verdient gewonnen. Also es hätte auf beiden Seiten können gehen, es war für keinen unverdient, es war ein sehr ausgeglichenes, sehr spannendes Spiel gewesen. Ein sehr taktisches Spiel aber auch. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir gehen nachher einen kurzen Break. Genau. Verschnupfen alle nochmal kurz und dann sind wir zurück mit dem Game Nummer 2 von dem ersten Semifinal zwischen dem HC Sparta Prag und dem HC Ambrì-Piotta. Genau, bis später. Yeah, I know.
Wir sind zurück beim E-Spengler Cup 2021 und ich persönlich bin ready für das zweite Game in der Best-of-3-Runde hier in den Semifinals. Super spannende Runde gewesen. Ja, mega, mega. Es ist extrem spannend, es ist extrem taktisch gewesen aber auch. Und jetzt ist die grosse Frage, wie taktisch wird das Game 2? Wird das wirklich ein Offensivspektakel vom Team, wo jetzt angestachelt ist nach dieser Niederlage, nach dieser eigentlich unnötigen Niederlage? Er ist dreimal in Führung gewesen, bringt sie dreimal nicht heim und kassiert dann in Overtime den Treffer. Genau. Ja. Aber für euch jetzt auch noch. Giveaway ist immer noch am Laufen. Ausrufezeichen Giveaway im Twitch-Chat. Und dann kämpft ihr um ein Elgato HD60S Capture Card zum selber Content Creator sein und ein Caterix Backpack, wo ihr euer Gaming Equipment könnt sicher verstauen, zum auf Reisen gehen, Konsole, Headset, Controller, alles Platz dort rein. Und an dieser Stelle denke ich auch, ist angebracht, um unseren Sponsoren Danke sagen. Und zwar 77.ch Casino Davos, Caterix, Elgato und ViewSonic. Herzlichen Dank für die Unterstützung, dass wir hier den E-Spengler Cup auch in der zweiten Runde durchführen. Ja, auf jeden Fall ein grosses Dankeschön an alle Sponsoren und natürlich auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ihr da zuschaut, dass ihr es überhaupt schätzt, dass man so etwas produziert. Man sieht, das Interesse ist definitiv da nach mehr virtuellem Eishockey. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir gehen schon bald einmal rein. Genau, wir gehen Game Nummer 2. Bald rein und ganz kurz einen Einschub noch. Wir haben eine Abstimmung, eine neue Abstimmung am Laufen, und zwar, wer jetzt das Matchup gewinnt. Die Begegnung, das heisst zwischen Sparta und Ambri Piotta. Wir haben da 50-50 ist im Moment das Resultat. Ja, das Resultat ist endgültig, wie gesagt, wir lernen das Laufen bis Ende Game 1. Genau. Die Abstimmung, wer gewinnt das Matchup? 50-50 ist auch das, was ich etwa gesehen habe. 50-50 ist ja das, was wir gesehen haben im Game 1. Also es war alles auf Messerschneider gewesen und mal schauen jetzt im Game 2, ob der Team kann zurückkommen, ob der Mirko der Flo kann mitnehmen vom Sieg aus dem Game 1. Und auch da wieder, das erste Goal wird ganz entscheidend sein für den Verlauf von dem Match. Wir sind auf dem Eis, ready fürs Bulli. Wir sehen, Ambri hat die Scheibe für sich genommen. Jetzt auch schon im Angriff. Passt da wunderbar. Und wenn der Mirko jetzt gewinnt, dann steht er im Finale, dann hat er schon mal 2.500 Franken Preisgeld auf sich. Das ist natürlich auch ein schöner Anreiz jetzt da zum 100% pushen. Bereits die nächste Abschlussmöglichkeit, aber ungefährlich neben das Goldenschuss von Mirko Salvi. Wir sehen jetzt dann genau, wie der Team kann umgehen mit dieser Niederlage im ersten Game. Schießt da aufs Goal, wird nochmal abgefangen vom Goalie. Chance jetzt für Ambri. Forell hat für Sparta Prag gespielt, die Scheibe nicht zum Sobotka. Sobotka sucht den Forell wieder in der Mitte. Gut verteidigt aber vom HC Ambri Piotta. Bereits 4 Minuten wieder gespielt im dritten Nummer 1 in dem zweiten Game. McMillan zu Kozun. Kozun mit ein bisschen Platz, dreht nochmal ab. Und der Abschluss, Querpass zu McMillan. Der Winkel aber für den Abschluss extrem ungünstig da. Gefährliche Situation schon jetzt in den ersten 5 Minuten. Ambri bleibt in der Zone, bleibt da vor dem Goal. Regin McMillan, gute Parade von Machowski im Kasten von Sparta Prag. Polaschek nimmt sich die Scheibe wieder mit. Klappig, hat jetzt viel freies Eis vor sich, spielt die Scheibe einfach mal tief, hat wahrscheinlich da erwartet, dass auf der linken Seite der Flügel mitläuft. Aber ein bisschen Beruhigung für Sparta, der jetzt da im Bedrängnis gekommen ist. Ambri jetzt wieder am Aufbauen. Pezzullo macht da einen guten Zone-Entry. Buchteli kann sich die Scheibe holen, spielt zu Klappig. Klappig dreht nochmal ab zum Moravik. Repig. Querpass versucht zum Buchteli, kommt nicht an. Klappig mit dem Abschluss in Richtung Damiano Ciaccio. Sichere Intervention, aber vom Schluss mal von Ambri. Nächste Chance. Buchteli mit dem nächsten Abschluss. Wieder Endstation. Damiano Ciaccio im Kasten vom HC Ambri Piotta. Schuss um Schuss, aber zuverlässig abgewendet. Jetzt Bulli in der Zone von Ambri. Ambri an der Scheibe. Janik Buren jetzt für Ambri, kann da den Entlastungsangriff einleiten. Spielt die Scheibe zum Pestoni. Könnte sich jetzt Ambri Spieler festsetzen. Passversuch von Degastini auf den Pestoni, klappt nicht. Gegenangriffmöglichkeit für Sparta Prag. Und 2 Minuten
Strafe gezogen vom Yannick Buren wegen Beistellen. 2 Minuten Überzahl also für den HC Sparta Prag, wo uns noch einiges schuldig geblieben ist in seinem Überzahlspiel. Kaiser können verwerten bis jetzt. Genau, jetzt eine Chance für das Team zum in Führung gehen in Überzahl. Ambri Abopuli gewonnen, Scheibenkreis jetzt aber wieder Sparta. Das Team ist gut beraten, um die Chance hier umzusetzen. Die Überzahl in ein Goal verwandeln. Bleibt gefährlich. Ambri jetzt mit dem nächsten Entlastungsangriff. Michael Fora zu Diego Costa. Und der mit dem Abschluss zwingt da der tschechische Schlussmann. Das Powerplay geht auch schon in die letzten 30 Sekunden. Jetzt nochmal da der Team mit Sparta zum 1:0 im zweiten Game. Somit Team in Führung, sicher eine Erleichterung für ihn. Ja, es und jetzt? Der erste einigermaßen flüssige Angriff da im Powerplay vom Team mit Sparta Prag. Spielt da der Sobotka super frei und der kann dann unbedrängt quasi einschieben zum 1:0. Und jetzt der Team wieder mit 1:0 in Führung. Jetzt ist die grosse Frage, wie reagiert der Mirko wieder auf den erneuten Rückstand? Hat ja vorher im Game 1 schon dreimal den Rückstand können aufholen. Aber wie du schon gesagt hast, der Team hat das Messer am Hals. Der Mirko kann sich theoretisch leisten, um das Game zu verlieren. Wird aber wahrscheinlich so schnell wie möglich das für sich entscheiden. Ja, wenn er ein bisschen Nerven will sparen, er sparst dir das Game 3, definitiv. Definitiv. Jetzt aber. Ja, dann nimmt er den Goal aus und der eigene Spieler liegt ihm im Weg. Das muss es 2:0 sein für das Team. Kann dann Breakaway gehen. Der Mirko Salvi nimmt den Goal, stört den Manuel, macht dann Flying Pokecheck. Verwünscht der Team Hess eigentlich damit. Dann gibt es den Rebound und der blockt dann den eigenen Spieler ab. Unglückliche Aktion für Sparta Prag. Aber auch Blenden reagiert natürlich von Mirko Salvi, dass er blitzschnell reagiert, auf den Goal umstellt und dann mit dem Flying Pokecheck richtig Team schickt. Jetzt aber ein super Pass, Ruschek, 2:0 Sparta Prag. Der Team ist glaub, definitiv verwacht. Wird sich das da nicht gefallen lassen, dem Fall ja, wunderbarer Pass von Pavelka durch die ganze Zone durch. Am Lukas Ruschek auf den Stock, der Flip, 1-1. Und das ist dann nachher nur noch Formsache vom Ruschek am Tschatschen vorbei. Kommt dann mit viel Speed, kann ihn umfahren. 2:0. Wichtige Führung jetzt für Sparta Prag, 2:50 vor Ende von dem ersten Drittel. Und da wird wahrscheinlich schon das erste Timeout genommen auf Seite vom HC Ambri Piotta. Jetzt Ambri. Ah, der Scheibe. Kommt er da? Ja, kommt in die Zone rein. Und? Direkter Anschlusstreffer. Regin auf Pass von Kozun zu 1:2 nur noch. Das ist die wichtige Antwort aus Sicht von Mirko Salvi, dass er da wieder zurückkommen kann. Prompte Antwort definitiv. Trotzdem noch 1 Tor im Rückstand. Ja, 2 Minuten im ersten Drittel. Wir haben jetzt schon 3 Goal gesehen im ersten Drittel. Beide haben das Visier eingestellt, sind ready. Und jetzt wird es interessant. Kann der Team wieder auf 2 Goal erhöhen oder kommt der Mirko gerade wieder zurück, eventuell aus einem 2 Tore Rückstand? Das ist die grosse Frage, die es jetzt noch zu klären gibt. McMillan. Regin, super Pass auf den Kozun. Pezzullo. Regin. Ambri kann sich schon wieder festsetzen in der Zone von Sparta Prag. Jetzt vielleicht Kontermöglichkeit. Michael Fora aber parat. McMillan. Kozun. Und die letzten Sekunden laufen da. Im ersten Drittel noch einen Stabschluss von Kozun in Richtung Machowski. Weiterhin aber 2:1 Führung für Sparta Prag. Da sehen wir noch einen Anschlusstreffer vom HC Ambri Piotta. Ja, der Team besser gestartet das Spiel, hat da 2:0 in Führung gehen. Ist da angestachelt, in dem Fall von dieser Niederlage. Kann in dem Fall mit dem doch umgehen. Jetzt wissen wir es, dass er sich da nicht unterkriegen, nicht beirren lässt. Aber auch der Ambri mit dem Anschlusstreffer. 1 Tor noch Unterschied. Es ist natürlich auch wichtig, dass Bim relativ schnell geklappt hat mit dem Goal. Also relativ schnell können das Goal schiessen. Es wäre dann wahrscheinlich anders geworden, wenn der Mirko das erste Goal können schiessen und der Team dann unbedingt hätte müssen, dann noch einen Rückstand aufholen. Aber schlussendlich, wir haben die Situation, wie sie jetzt ist. Der Mirko führt. Er führt eben nicht. Ist mit 1:2 in Rückstand, führt aber mit 1:0 in der Halbfinalserie. So, jetzt. Und wir gehen rein ins Drittel Nummer 2 zwischen dem HC Ambri Piotta und Sparta Prag. Jetzt Sparta
im Angriff ist in die Zone reingekommen. Passt noch zurück. Hat jetzt Kase nicht verwünscht. Darum Ambri jetzt am Zug. Guter Pass auf den Kozun. Kozun mit viel Speed. Kase. Sorel, Kase. Sobotka. Und da der 3:1 Führungstreffer. Thorell mit dem 3:1 für Sparta Prag. Das sind jetzt die schönen Pässe, die wir sehen vom Team. Das Team lässt Schieben viel, viel besser laufen, als er das im Game 1 gemacht hat. Hat im Game 1 viel auf Abwarten, auf den tödlichen Pass gespielt. Jetzt lässt er sie mit zwei, drei schnellen Kombinationen laufen. Ist erfolgreich. Thorell da zum 3:1 für den HC Sparta Prag. Und wieder der 2 Tore Vorsprung hergestellt. 3 Minuten gespielt, knapp im Mittelabschnitt. 2 Tore Vorsprung. Ambri jetzt im Angriff. Ist in der Zone drin. Stoni. Nimmt Schieber wieder Sparta ab und kann nochmal neu ansetzen. Jetzt haben wir Mühe zum Führer kommen. Jetzt wieder abgefangen von Sparta. Buchtele wieder in den Schiebesitz für Sparta Prag. Wenn er an der Schiebe ist, gibt es immer eine gefährliche Aktion. Pass kommt da zum Repik. Sucht sich da eine Anspielstation. Findet sie mit dem Buchtele Abschluss in Richtung Damiano Ciaccio. Kein Problem, aber für den Schluss vom HCAP. Team, also definitiv möchte die Führung ausbauen. Weiss der Mirko, kann scoren, wenn es da Möglichkeiten gibt. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie offensiv willst du jetzt gehen? Du bist 2 Goal vorne. Der Mirko muss 2 Goal schiessen, also du musst nur noch gedrosselt in die Offensive. Du musst dann nicht mehr alles riskieren. Also jetzt Chancen nutzen, wenn sie sich auftönt. Ganz genau. Für den Team. Er muss nicht mehr unbedingt den 4. Treffer suchen, er muss vor allem schauen, dass er den 2. kann verhindern kann. Und dann ganz punktuell zum Konter ansetzen. Bringt jetzt die Scheibe weg, 10 Minuten. Haben wir noch einen Mittelabschnitt, sprich wir sind jetzt genau bei Spielhälfte. Und es ist viel passiert. 4 Goal insgesamt, 3 für das Team. Jetzt Totti in der neutralen Zone. Chibam hin und her schieben. Jetzt in die Angriffszone reinkommen. Aber Mühe, um sich da durchsetzen. Jetzt! Niemand in der Mitte war, um den Pass zu verwandeln. Sparta. Amüe zum Abschluss kommen. Wir haben jetzt für Ambri guten Pass da in die Spitze zum Kozun. Er kann schieben, aber nicht an. Er spielt sie nochmal über die Bande. Und dann unerlaubter Befreiungsschlag vom Team. Und das Bulli in der offensiven Zone für den HC Ambri Piotta. Und die Bullis, wo der Mirko eigentlich relativ selbstbewusst ran geht. Aber sind. Ja, wichtig jetzt für den Team, er darf nicht wechseln. Mit dem unerlaubten Freischlag. Das heisst, der Bulli-Gewinn ist umso wichtiger gewesen jetzt gerade. Dass er die Scheibe hat können für sich erobern. Regin. Jetzt wird der Querpassversuch kommen. Machowski aber dazwischen. Nemecek kann die Scheibe befreien, aber nur bis zum McMillan. Nächste 2 Minuten Strafe gegen den HC Ambri Piotta anzeigt. Jursina. Nemecek. Der Team kann sich jetzt dann natürlich alle Zeit von der Welt lassen. Muss nichts forcieren. Es ist Zeitlauf für ihn. Er kann nur gewinnen. Buchtere mit der nächsten Abschlussmöglichkeit. Spielt jetzt da mit 6 gegen 5. Hat den Goalie rausgenommen. Wieder Buchtele, Buchtele. Und jetzt wird die Strafe ausgesprochen. Gegen den HC Ambri Piotta. Wegen einer Beistelle. Brandon Kozun. Muss da für 2 Minuten in die Kühlbox. 2 Minuten Powerplay und auch nur noch knapp 2 Minuten verblieben da in dem zweiten Drittel. Bulli in der Zone von Ambri und Sparta schnappt sich die Scheibe. Pass jetzt da hin und her, versucht eine Möglichkeit zu finden. Ja, der Team hat jetzt natürlich die Möglichkeit vorentscheiden, mit 3 Goal in Führung zu gehen. Aber auch da wieder, er muss es nicht unbedingt überforcieren.
Der Mirko wird auch hier in Angriff übergehen, wird natürlich versuchen, da eine Chance sich erarbeiten, wenn er in Unterzahl ist. Pavelke jetzt für Sparta Prag. Gut abgeleitet zum Klappig. Klappig dreht nochmal ab. Geschüsst, Latte, Pfosten, Schiebeli frei. Knapp, wahnsinnig knapp. Wir haben es gesehen beim Team. Nervt sich da kurz. Hat sich nicht beirren. Und setzt einfach wieder an Buchtele jetzt. Kann sich die Scheibe nochmal schnappen. Zu Repik. Ja, und Straf jetzt abgelaufen gegen HC Ambripiotta. Nächster Abschlussversuch von Buchtele. Ja, die Chance vorher. Sieht man selten, dass Latte Pfosten und sie nicht reingeht. Darum nervt man sich natürlich, wie der Tipp macht. Aus seiner Sicht alles richtig. Weiterhin. Er geht in Führung, in Pause. Man hat es ihm aber angesehen, der Facecam. Er nervt sich, dass er das 4-1, das vorentscheidende 4-1 nicht machen konnte. Das war aber einfach Pech. Ja, natürlich, es war clever gemacht von ihm. Er läuft rein, dreht ab, macht sich eigentlich den Winkel auf, um da vorentscheidend 4-1 in Führung zu gehen. Und ja, das Gestänge hindert ihn daran, mit 3 Goal in Führung zu gehen. Und das ist der Mirko natürlich immer noch mit im Spiel. 2 Goal nur der Rückstand. Aber 2 Goal gegen den Tim musst du erst einmal machen. Das ist so die grosse. Genau. Mirko im Gesamten in dem Best of 3 in Führung mit 1-0. Jetzt muss er aber sicher noch Gas geben, wenn er das vorzeitig will für sich entscheiden. Und sonst gehen wir dann in ein drittes Match. Jetzt schauen wir aber. Wir sind ready. Wir sind wieder auf dem Eis. Wir sehen es hier. Ready fürs Bulli. Fürs dritte Drittel im zweiten Game. Ambri. Natürlich als neutraler Zuschauer wünscht man sich, dass man noch das dritte Game sehen darf. Wo dann beide das Messer am Hals haben, beide müssen gewinnen. Aber dann werden wir wahrscheinlich noch mal so ein das Game 1 sehen, noch mal ein Abwarten, ein taktisches Abwarten, keiner, der die ersten Fehler machen. Zuerst einmal muss der Team jetzt aber noch mal 18 Minuten überstehen mit dieser Führung, um sich den ersten Punkt in dem Best of 3 können zu holen. Thorell jetzt aber in der Offensivzone leitet, schiebe in die Mitte, Damiano Ciaccia mit einer Intervention, sichere Intervention. Und wir haben das Bulli in der Offensivzone aus Sicht vom HC Sparta Prag. Bulli nochmal von Ambri gewonnen. Können sich jetzt hier befreien aus der eigenen Zone und zum Angriff ansetzen. Zwerger bleibt dran. Wird jetzt aber abgefangen von Sparta. Und wir sehen, das Team stürmt nach vorne. Buchtele probiert da im nächsten Ecke den Ciaccio zu bezwingen, klappt nicht, holt sich die Scheibe aber gar wieder zurück. Weiterhin 1-3 aus Sicht von Ambripiotta. Pestoni probiert jetzt natürlich wieder etwas dran zu ändern. Hier dann. Probiert die Scheibe zurückzulegen zum Pestoni. Kommt aber nicht an, das heisst, alles nochmal von vorne frisch aufbauen über den Dotti. Lass da den ersten Mast da. Und wieder der Feldpass, eigentlich an die blaue Linie. Mirko Salvi muss nochmal frisch aufbauen über Janik Buren. Wir haben auch schon gesehen, es braucht nicht viel, nicht grosse Lücken bei diesen Goalies, dass es zu einem Goal kommt. Wie hoch sind da die? Uppala! Nochmal gehebt. Wie hoch sind die Fehlerquoten bei diesen Goalies? Kann man da etwas dazu sagen? Dass zwar aus Versehen mal etwas ins Goal rutscht. So je will. Nennen wir es mal so, so je will. Du kannst das in Prozent angeben, wer vermessen, aber du hast doch Aktionen, wo dann einfach irgendetwas wieder reingeht, aus irgendeiner komischen Animation raus. Das hast du, das ist ganz klar, aber mal mehr, mal weniger. In diesem Teil hast du es aber schon eher mehr als weniger. Das muss auch schon kommen. Ja. Wo es komische Goal gibt. Aber nichtsdestotrotz, man muss es auch zuerst forcieren, dass es überhaupt so wie kommt. Und das ist. Genau, ein Talent braucht es trotzdem. Ein Können muss da sein, zum Schieben überhaupt so weit bringen, dass sie reinrutschen kann. Ganz genau. Und jetzt aber Ambri wieder im Angriff mit dem Macmillan. Dort verteilt auch von Sparta Prag. Und City läuft langsam davon. Wir haben noch gut 7 Minuten im dritten Drittel. Weiterhin in Führung 3-1 für Sparta Prag. Moravik, Ruschek, Foreman. Ciaccio hebt die Scheibe, spielt sie jetzt aber raus. Dotti. Kozun, Macmillan. Kozun. Und jetzt der Dvorak im Scheibenbesitz für Sparta Prag. Tim bringt jetzt da frische Kräfte aufs Eis im Sturm.
Es bleiben noch 5 Minuten. Team nach wie vor 2 Goal im Vorsprung. Klappig, geht die Lücke auf. Nein, geht sie nicht gut verteidigt da von Mirko. Im Slop 4 Minuten noch. In dem dritten Drittel im Game Nummer 2. Und wenn es so bleibt, dann haben wir ein entscheidendes Game 3 in dem ersten Semifinal am heutigen Tag. Pezzul. Abgefangen von Sparta. Das super Aktion von Mirko, aber genauso gut Parade vom Schlussmann von Sparta Prag. Eineinhalb Minuten noch in dem dritten Drittel. Klappig. Bringt die Scheibe tief in die Ecken, aber Mirko Salvi muss sie da neu ausgraben. D'Agostini, er der Mann für die wichtigen Goal beim HC Ambrì Piotta. Zumindest in diesem Turnier bis jetzt. 40 Sekunden haben wir noch. Sparta in der Zone von Ambrì. Aber jetzt D'Agostini fängt den Pass ab. Hart und kämpft jetzt. Jetzt geht die Scheibe für Ruschek. Jetzt mit der Kontermöglichkeit der Tim. Forst natürlich jetzt nicht den Weg zum Goal, sondern er forst vor allem den Zeitgewinn in der offensiven Zone. Der Zeitgewinn weit weg mit der Scheibe vor dem eigenen Goal. Probiert jetzt da wahrscheinlich außen rum zu spielen. Michael vor, aber gut dazwischen. Die letzten 10 Sekunden startet jetzt. Und das ist der Ausgleich vom Team Hess in diesen Semifinal Best of 3 Serie. Hat da das zweite Spiel können für sich entscheiden, hat die Reaktion können bringen. Und darum haben wir jetzt ein Unentschieden. Und wir gehen ins dritte Game demnächst jetzt. Wie sieht das aus? Tim voll in Fahrt. Mirko muss jetzt auch wieder. Haben jetzt beide das Messer am Hals. Ja, der Mirko, was denkst du? Ist er auch in Fahrt? Mirko hat im Game 1 gezeigt, was in ihm steckt. Der Tim hat dann im Game 2 gezeigt, was er kann. Overall, der Tim für mich ein bisschen besser. Ein bisschen mehr von dem Spiel. Der Mirko hat im Game 1 vor allem sehr gut abgeschlossen. Und in der Overtime hat es halt einfach clever gemacht. Ja, es ist sehr schwierig. Ich glaube, es kommt darauf an, wie starten die beiden wieder ins Game. Der Tim da mit einem super Start in das zweite Game. Hätte natürlich schon ganz viel Druck können wegnehmen. Wenn der Mirko mit Eisen in Führung gegangen hätte, hätte sich das Ding vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Es ist extrem schwierig, um da irgendwie etwas können sagen. Wer hat jetzt wie, wo vor der Flipper Coin und wir wissen, wer gewinnt. Es läuft ein bisschen auf das aus im Moment. Es ist nicht beides. Mirko hat sich jetzt nochmal einen Blick von außen geholt. Nochmal schnell telefoniert. Wir sehen auch Kaugummi am Kauen für Konzentration. Und dann nochmal ein kurzes Replay von der Games. Das noch aus dem Game 1, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es ist immer wunderschön, die Torschüsse mit den Reaktionen der Spieler. Hier ein Goal für Ambrì, der Anschlusstreffer. Tim nimmt es so hin. Und da sehen wir noch einen, der Schuss. Latte, Pfosten, Chacho und dann irgendwie kommt noch einer. Dazwischen, da sehen wir es noch einmal. Wunderbare Einspielung, die wir hier hatten. Von dem Game Nummer 2, dem ersten Semifinal vom heutigen Tag. Und ja, der Mirko hat geführt. Jetzt ist 1-1. Jetzt geht es in ein alles entscheidende Spiel. Das erste alles entscheidende Spiel vom heutigen Tag. Und der jetzt das Spiel gewinnt, egal wo, der hat 2.500 Franken Preispool auf sicher. Spielt aber um den grossen Scheck um die 6.500 Franken. Wir können es da sonst gerne nochmal sehen. Um den Scheck geht es eigentlich überhaupt. Um die 6.500 Franken für den Gewinner. Ja, wer von diesen vier, dass das wird sein, das sehen wir dann morgen. Das sehen wir morgen um 12:30 dann das erste Spiel von dieser Finalaffiche. Zuerst aber noch das Game Nummer 3 dann von dem ersten Semifinal. Und dann um 17:30 das zweite Semifinal zwischen dem Frölunda HC und dem Team Kanada. Oder anders gesagt, zwischen dem Sven Julni und dem Kevin Würterle. Genau, wir gehen ins Spiel, wenn sie ready sind. Aber ich muss sagen, das Spiel heute Nachmittag wird dann sicher auch noch spannend. Kanada sehr offensiv unterwegs, schon das ganze Turnier. Sven letztes Jahr im Finale. Für mich, was ich da erlebt habe, ein Spieler, der beides kann, offensiv, defensiv, ist da sehr ausgeglichen unterwegs und nutzt seine Chancen. Ja,
Jetzt ist die Frage, werden wir eventuell das gleiche Setup sehen wie letztes Jahr? Wenn wir das gleiche Setup sehen wie letztes Jahr, dann müsste der Team jetzt Game Nummer 3 gewinnen und Sven müsste sich heute Nachmittag durchsetzen gegen den Kevin. Ich muss sagen, natürlich, ich wünsche allen, dass sie es hier schaffen, um ins Finale zu kommen, aber ich glaube auch viel hoffen darauf, dass der Team und der Sven nochmal aufeinandertreffen im Finale. Es wäre auf jeden Fall spannend, wie erneut die Begegnung könnte ausgehen. Aber wir konzentrieren uns da jetzt sicher mal auf das Matchup Mirko Salvitz und der Tim Hess, wo ins dritte Game jetzt dann gehen. Ja, definitiv. Ein Rematch wäre cool, aber auch ein Match Mirko gegen Sven oder Mirko gegen Kevin oder auch Tim gegen Kevin. Es sind alles Top-Top-Spieler, die wir da dürfen sehen, die wir da dürfen begleiten über die Tage. Und es möge ihnen besser gewinnen. Definitiv. Ganz unter einfach. Da sind wir immer unterwegs. Da beim E-Sport. Ja, der Team macht sich bereit, schläuft nochmal durch. Beide unter Druck, um das Game jetzt für sich entscheiden. Wir sind auf dem Eis für den ersten Bulli von dem dritten Game. Wer entscheidet es für sich? Sparta an der Scheibe. Sparta im Angriff in der Zone von Ambri. Kase. Thorell. Setzt sich fest hinter dem Goal von Ambri. Verwidert da ein Zeitli. Die grosse Frage ist jetzt, wer macht das erste Goal? Wer kann sich den gewissen Boost holen in dem Game Nummer 3? Wer kann sich den Boost holen und wer kann vor allem auch den Gegner ein bisschen unter Druck setzen, unter Zugzwang zum Nachlegen? Uff, Thorell leitet sich aufs Eis. Und da Kase schießt 1:0 in dem dritten Game für Prag. Team absolut berechtigt zufrieden, nickt da. Und somit ist der Mirko, ist es an Mirko zum Aufholen, zum Ausgleichen. Ja, Strafanzeige Gambri Piotta in dieser Situation, super Flip, passt durch die ganze Zone durch am David Kase direkt auf den Stock und der lässt sich natürlich nicht zweimal bitten, schiebt ihm Damiano Ciaccio vorbei zum 1:0 für Sparta Prag. Und wenn der Tim mal in den Flow kommt, dann wird es für den Mirko extrem schwierig. Und so ein frühes Goal, das ist natürlich auch gerade ein Dämpfer für das Selbstvertrauen. Du weißt vorher, hey, du hast es eigentlich auf dem Stock gehabt, du hast es im Controller gehabt, um die Serie zu beenden. Und plötzlich stehst du jetzt mit dem Rücken zur Wand und musst jetzt Goal schiessen, sonst verlierst du das Ding noch. Und wir haben jetzt gesehen, Team bleibt extrem gefährlich. Hat schon wieder, ist zweimal vor das Goal gekommen. Heisse Situationen dort vor dem Goal von Ambri. Jetzt schon wieder, wird aber nochmal abgefangen. Jetzt die Chance für Ambri, um sich da etwas erspielen. Matt Agostini jetzt mit dem Sohn-Entry hat viel Platz auf der linken Seite, leitet sich hinter das Goal. Sichere Beute aber für die Verteidigung von Sparta Prag. Klappig. Zu Foreman. Foreman Latta, der erste Stein, ist jetzt aber allein. Hat eine gute Zeit ausholen. Jetzt war kurz der Winkel offen für den Querpass. Kommt da aber der One-Timer nicht sauber gestanden. Horak zu Foreman. Ruschek. D'Agostini. Matt D'Agostini. Sucht da den Passweg, findet mit dem Dominik Zwerger. Hier dann einen. Zwerger. Jetzt auch Ambri, lange Zeit hier in der Zone von Sparta. Kommt aber noch nicht zum Abschluss. Wird behindert von Sparta, der jetzt wieder zum Gegenangriff ansetzt. Ruschek. Versucht, verfehlt das Goal. Und somit Ambri an der Scheibe. Dario Bürger jetzt mit dem Entlastungsangriff für Ambri Piotta. Kann sich da in der Zone festsetzen, sucht jetzt aber wieder den Pass. Der kommt nicht an und jetzt gerade wieder Kontermöglichkeit für Sparta Prag über Foreman. Foreman immer noch in Schiebs, jetzt spielt der Querpass zum Sobotka. Damiano Ciaccio da mit einer wichtigen Intervention spielt die Scheibe jetzt auch mit. Vorrat zu Bürger. Bürger. Schafft da den Sohn, direkt über zu McMillan. McMillan zurück zum Vorrat. Vorab zu McMillan. Der aber ein bisschen zu weit hinten gestanden, um die Scheibe noch aufs Goal zu bringen. Dvorak jetzt für Sparta Prag. Zum Sobotka wird aber abgefangen. Kase. Wir gehen in die letzten 5 Minuten von dem ersten Drittel im dritten Game, wo es für beide nochmal um alles geht. Dvorak zum Moravcik. Moravcik mit dem Abschluss in Richtung Ciaccio. Ciaccio spielt mit.
Schiebe wird aber erobert von Sparta Prag und da kommt der Querpass nicht an. Da wäre der Passweg offen gewesen am zweiten Pfosten. Pass aber zu ungenau direkt auf den Damiano Ciaccio. Der hebt die Scheibe fest und darum ein Bulli vor dem Kasten vom Schluss von Ambri. Sparta entscheidet das Bulli für sich, verliert jetzt aber die Scheibe gerade. Hat sie wieder und setzt zurück zum nächsten Angriff. Buchteli sucht den Pass. Jetzt völlig blockiert gewesen von Ambri an der Bande. Buchteli aber wieder an den Scheiben. Rippi sucht jetzt da irgendeine Passstation, findet aber keine, dreht sich da hin und her. Jetzt kommt wahrscheinlich der Pass in die blaue Linie. Doch nicht, wartet da immer noch, lässt die Zeit aber laufen, schaut, ob da der Klappe vom Pfosten kommt, findet der Pass auch nicht. Und jetzt kommt eine Möglichkeit für den Bianchi. Costa Bianchi schlägt über die Scheibe drüber, kurz vor Ende von dem ersten Drittel. Das wäre die Möglichkeit gewesen zum Ausgleich. Ein schöner Angriff, aber nach einer Ausführung leider gescheitert. Leider für den Mirko, aber für das Team natürlich umso besser, wo somit nach dem ersten Drittel mit 1:0 in Führung ist in dem dritten Game. Aber 1:0, wir haben es schon ein paar Mal gesehen. Der eine Punkt Vorsprung ist manchmal einfach nicht so viel. Es braucht nur einen Treffer zum Ausgleichen und dann geht es beiden wieder genau gleich. Sie müssen das dritte Game gewinnen, zum ins Finale kommen. Ja, definitiv im Moment ein bisschen mehr Spielanteil für den Kim Hess mit Sparta Prag in dem ersten Drittel. Mirko Salvi noch nicht so gut gestartet in das Game Nummer 3. Ist jetzt im Rückstand, muss unbedingt das Goal machen. Mindestens eins, um sich dort retten zu können. Wir sehen, es geht schon wieder weiter mit dem zweiten Drittel. Genau, wir sind schon wieder mitten drin. Spambri. Wieder abgefangen von Sparta. Sobotka kommt rein über die linke Seite. Nochmal gut gegangen für Mirko Salvi. Jetzt mit Kosun im Angriff. Vorne. Ganz allein dort aussen. Spielt hinter das Goal. Jetzt, wo an? Mit der Scheibe. Wo gibt es eine Öffnung? Nirgends. Sparta hat sich die Scheibe wieder gekrallt und setzt zum Gegenangriff an mit Thorell, wo da jetzt kommt die Unterstützung vom Team. Und Team zum 2:0. Freut sich über das Absetzen da. Jetzt Mirko muss aufholen. Team 2:0 in dem letzten Game. Sicher eine Entlastung für das Team, wo jetzt kann sich auf Verteidigung konzentrieren und eventuell noch Chancen nutzen, wenn sich welche auftun. Aber der Ball, der Pack, muss ich sagen, liegt definitiv bei Mirko jetzt. Wir sehen auch hier mit dem Attackenteam wesentlich offensiver unterwegs. Ja, jetzt der Mirko. Wie geht er mit dem um? Er muss jetzt, wird jetzt müssen auftun und der Team kann sich jetzt voll und ganz aufs Konter konzentrieren. Mirko jetzt da mit dem Timeout, hat jetzt da taktisch noch etwas umgestellt, hat da wahrscheinlich aggressiver umgestellt und jetzt auf der anderen Seite wieder das Gegenteimout vom Team. Ja, wird interessant jetzt sein, was die Taktikumstellung alles kann bewirken für das Team vom HC Ambri Piotta, für das Team rund um den Mirko Salvi. Oder ob er da vielleicht ins offene Messer reinläuft und dem Team ganz viele Möglichkeiten gibt zum Kontern. Genau, wir haben am Anfang im Game gesehen, der Tim ist unter Zugzwang gekommen, hat mit dem können umgehen. Jetzt sehen wir wieder Mirko mit dem umgehen. Ja, es wird sicher spannend sein. Jetzt eben, er hat auf offensiv umgestellt, muss auf offensiv umstellen. Und jetzt ist aus seiner Sicht natürlich wichtig, dass er so schnell wie möglich den Anschlusstreffer machen kann. Wenn er ihn nicht machen kann in den nächsten 15 Minuten, dann wird es schwierig. Und dann muss er irgendwann noch offensiver stellen und je offensiver das er geht, umso einfacher wird es für den Team zum Kontern. Jetzt Ambri im Angriff. Vorab wird abgefangen von Sparta. Jetzt im Alleingang nach vorne. Und somit Team zum
3:0, spektakulär da im zweiten Drittel. Setzt sich ab von Ambri. Ja, für mich schon relativ vorentscheidend, dass 3:0 wiederum durch den David Kase. Mirko nimmt da wieder den Goalie Manuel raus, probiert da mit einem Hechtsprung den Team am Abschluss zu hindern. Ja, 3:0 für mich eigentlich im Normalfall die sichere Finalqualifikation für den Team. Also Mirko hat jetzt viel riskiert in dem Fall mit der manuellen Goalie-Steuerung. Ja, schlussendlich, wenn er es nicht macht, der Team macht sie gegen den CPU. Dort gibt es zwei, drei Moves, die du kannst einsetzen, die praktisch immer klappen. Und die Spieler die sind genug versiert, damit sie den Goalie dort stehen lassen. Jetzt aber wieder Klappung für Sparta Prag. Fast schon 4:0 zur Spielhälfte. Ja, jetzt ist der Team natürlich voll im Front. Der Mirko. Ja, der ist jetzt natürlich ein bisschen down, er hat jetzt alles riskiert, hat voll offensiv gestellt und der Team kontert das eiskalt aus. Ist der Gegenspieler jeweils informiert, wie die Einstellungen sind vom Gegner oder merkt ihr das relativ schnell? Ja, du siehst nicht, was er einstellt. Du kannst einfach anhand von wie seine Spieler sich verhalten, kannst du doch ein bisschen ableiten, was er ungefähr eingestellt hat. Aber du siehst jetzt nicht, ob er auf Trap oder Vorcheck oder 4 oder 6 hat. Das ist völlig unsichtbar. Mirko, also jetzt vor der schwierigen Aufgabe, zum noch 3 Tore mindestens schiessen. Wir sind ungefähr in der Hälfte von dem letzten Match. Tim macht es auch gut, nimmt die Scheibe weit weg, geht vom eigenen Goal, setzt sich in der Zone vom HCM Piotr von Mirko Salvi fest. Schaut, dass er möglichst viel Zeit kann runterlaufen lassen. 6 Minuten hat er noch im zweiten Drittel. Und dann geht es wahrscheinlich in die letzten 20 Minuten von dem ersten Semifinal-Match. Mirko verbleibt im Angriff mit Fora. Spielt in die Mitte, Zwerger kommt zum Abschluss, aber nochmal abblockt vom Goalie von Sparta. Das sind zwei, drei Mal Pech gehabt, Mirko mit guten Aktionen. Spielt das eigentlich gut raus, hat Pech, dass er jetzt die Rebounds nicht überkommt. Die hat er in anderen Spielen auch schon auf dem Stock gehabt, dann können erfolgreich verwerten. Gegenangriff von Sparta. Kase bleibt an der Scheibe. Jetzt gefährlich, Kosun. Will passen. Ist abgefangen worden. Ja, jetzt man merkt, der Tim ist nicht mehr ganz so offensiv. Lässt sich die Zeit, lässt das Spiel laufen, schaut, was passiert und reagiert entsprechend. Er probiert natürlich die Scheibe möglichst weit weg vom eigenen Goal zu heben und in der offensiven Zone die Scheibe rotieren zu lassen, viel Zeit gut zu machen. Er muss kein Goal mehr schiessen. Genau, er muss nicht. Und wenn er offensiv steht und der Mirko muss ihn aggressiv vorchecken, muss aggressiv die Scheibe will erobern, dann gibt es natürlich Räume in der Mitte. Und die Räume probiert er dann punktuell zu nutzen mit dem Querpass zum Einschieben dann zum 4:0. Aber ja. Ja, das Matchup ist lang ausgeglichen geblieben. Das Glück hat jetzt, das Team kann sich absetzen. Doch ziemlich deutlich. Ja, da sehen wir das Team noch fokussiert. Wahrscheinlich auch kurz am Handy in dieser Pause. Das machen viele Spieler so, sich nochmal irgendeinen Tipp holen oder einfach ein bisschen ablenken. Ein bisschen Gedanken wegnehmen von diesem Game, die letzten 20 Minuten. Oder ich sag's mal so, das dritte Drittel von dem Game Nummer 3 startet jetzt. Wir wissen ja nicht, was uns noch alles erwartet. Das ist richtig. Der Team haben wir, glaube ich, auch schon gesehen, dass er... Uppala. Da fast der Mirko mit dem eigenen Goal, mit dem Damiano Ciaccio. Ja, wenn es dann nicht läuft, dann läuft es gar nicht. Das wäre jetzt noch so das Tüpfchen auf mich gewesen. Also, da schon wieder im Vorwärtsgang. Regin kann die Scheiben abfangen für Ambri. Tim, der Spieler, der jeweils die Spotify-Playlist im Hintergrund noch hat, zur Ablenkung. Ganz genau. Tim, den wir letztes Mal gesehen haben, der Spotify offen hatte. Einfach zum noch ein bisschen Musik hören während dem Game. Versucht hier die Scheibe ins Goal reinzuschieben. Jeder hat da so ein bisschen seine Tipps und Kniffs, wie er das macht.
wäre vielleicht etwas, was wir nach dem Spiel können fragen können, wenn er gewinnt. Was er gelöst hat. Genau, wir haben ja immer mit dem Gewinner Interview, falls es so soll bleiben, hätten wir ein Team im Interview. Wäre sicher noch ein spannender Side-Fact. Was er dann amigs so lust während diesen Games, was ihm der Push gibt. Definitiv, aber dürfen wir Mirko nicht abschreiben, auch wenn jetzt Sparta nochmal angegriffen hat, aber vereitelt, jetzt aber schon wieder an der Scheibe, Dvorak. Ambri macht zu, jetzt der Zwerger stürmt davor und mit dem weiten Schuss, der gehebt wird vom Goalie. Buchtele. Findet er. Bleibt an der Scheibe. Passt nicht, gibt nicht ab. Jetzt wird der Bandendruck verliert. Scheibe. Ambri. Jetzt Gegenangriff. D'Agostini. Uff, da. Abgefangen von Sparta. Jetzt wieder Ambri mit der Möglichkeit zum Gegenangriff Dario Bürgler. Jetzt musste mir dann jemand ein Goal machen, weil sonst läuft ihm die Zeit aber langsam, aber sicher davor. 10 Minuten hat er noch für 3 Goal. Der nächste Entlastungsangriff von Sparta Prag. Dvorak. Bürgler kann hier abfangen, spielt schon Zeika. Pestoni. Hinter Pestoni. Findet hier hinter dem Goal die Anspielstation. Toti Bürgler, jetzt Mirko, es wird wirklich knapp. Noch ein bisschen mehr wie 7 Minuten bleiben übrig zum 3-Goal aufholen. Das wird extrem schwer, vor allem weil der Team da nicht mehr so viel riskieren wird. Nein, nicht nur will, sondern auch nicht muss. Also er muss kein Risiko mehr nehmen, er kann den Stiefel locker abspielen. Spielt dann super Pass zum Foreman und macht da den One-Hander zum 4:0. Langsam reingerutscht, die Scheibe. Ärgerlich jetzt nochmal für den Mirko. Nochmal einen draufgesetzt. Und wenn ich das richtig sehe, ist das höhere Hockey-Kunst, die er da gemacht hat. Und prompt, er macht den One-Hander eiskalt in einem Semifinal zum 4:0. Foreman. Ja, und jetzt? Jetzt ist das Ding definitiv gelaufen. 4 Buden macht er mir gar nicht in 6 Minuten. Wenn er es vor in 54 kein einziges gemacht hat, das wage ich jetzt doch schwer zu bezweifeln. Vor allem, er hat keine zwingende Chance mehr gehabt in dem Drittel. Er hat nicht mehr viel können ändern an dem Spielstand. Und der Team spielt jetzt natürlich auch seine ganze Erfahrung, seine ganze Klasse aus, die er hat, um die Scheibe so lange wie möglich in der eigenen Zone oder Offensivzone können heben. 3,5 Minuten. Regin zu McMillan. Der über Umweg zum Gegenspieler. Jetzt Kase. Kase zu Thorell. Thorell wieder zu Kase. 5:0. Und das ist der Hattrick für den Kase in dem Game. David Kase 5:0. Und der persönliche Hattrick in dem Game. Bitter für den Mirko, gerade nochmal einen oben drauf gesetzt vom Team. 2,5 Minuten verbleiben noch und auch wenn die letzte Minute in Realtime gespielt wird, es bleibt ein bisschen mehr Zeit, aber Team setzt sich weiter ab. Ja, das ist vorbei. Da müssen wir jetzt, ja, solange jetzt da nicht irgendwie etwas ganz Komisches passiert, ist das vorbei und wenn es mal läuft, dann läuft es klappig mit dem 6:0. Ah, so klar ist es dann also wir doch sehen, nicht ganz gewesen, muss man ehrlich sagen. Ja, man sieht, dass man schnell viel Goal schiessen kann, aber die passieren alle auf der Seite vom Team. Ja, er macht es auch clever. Der Mirko muss kommen, er muss ihn attackieren. Er will noch irgendwie etwas machen, riskieren. Und wie gesagt, ein Team, spielen wie der Team, nutzt das eiskalt aus, 6:0. Klappig. Also Mirko, was noch drin liegt, ist so ein Ehrentreffer, um da nicht mit einem 0 aus dem Game rauszugehen. Ja, aber wir haben die ersten Voraussetzungen für das gleiche, für das gleiche Setup wie letztes Jahr sind schon wieder gegeben. Der Team ist schon wieder im Finale. Der Mirko spielt wieder um Platz 3. Die Frage ist jetzt nach heute Nachmittag, wer setzt sich da durch, um dem Team ins Finale folgen? Genau, und für heute Nachmittag, wie gesagt, Predictions du sicher nicht mehr.
Ich tue mich nachher dann sicher nochmal dazu äußern, aber jetzt müssen wir zuerst mal das Game noch auslaufen. 30 Sekunden sind noch zu spielen. Ambri wird aber auch sicher kein 70 Goal mehr kassieren. Ja, 20 Sekunden noch, 6-0, aber 6-0, 6-1 oder 7-0, das kommt dann wirklich nicht mehr drauf an. Das ist dann völlig irrelevant. Schlussendlich muss man das Team auch loben, weil er zurückgekommen ist, nachdem er das Messer am Hals gehabt hat. Eindrücklich zurückgekommen ist. Zuerst eher knapp. Und auf den Schluss spielt Gunn und jetzt da eine ganz, ganz klare Sache mit dem 6-0 gegen den Mirko Salvi im Game Nummer 3 von dem Semifinal. Ich meine, klarer kannst du deinen Standpunkt nicht mehr setzen, dass du bereit bist, um den Titel wiederholen. Fast 7-0 noch. Und in dem Moment ist es amtlich, der Tim zieht ein ins diesjährige E-Spengler Cup Final. Ja, mit überragender Manier in dem Game 3. 6-0 gewinnt er gegen den Mirko Salvi. Und definitiv super Leistung. Beide gehen da nochmal um den Tisch herum, um sich gegenseitig gratulieren. Gute Leistung sicher auch von beiden, vor allem Mirko Salvi jetzt im ersten Game. Im zweiten war es mehr oder weniger ausgeglichen, denn aber jetzt der Team hat sich den Sieg geholt, verdienterweise, definitiv. Und somit ist das erste Game von den Semifinals durch. Spannende Partie. Definitiv. Vor allem die ersten zwei Games waren extrem eng. Das Game Nummer 3 hat der Team relativ früh schon in die Bahnen lenken können, die er gerne hatte. Hat relativ früh schon entscheidend in Führung gehen und durch das noch nicht mehr müssen etwas fürs Spiel machen, hat Mirko können holen. Mirko haben wir gesehen, hat auch umgestellt in seiner Offensivstrategie oder allgemein in seiner Spielstrategie. Und das ist am Team dann natürlich in Schoss gefallen, hat viel mehr Räume bekommen, hat durch das auch können viel einfacher zu Goalchancen kommen. Und dort ist er dann eiskalt gewesen bei dem Ausnutzen von diesen Goalchancen. Für mich absolut der verdiente Sieger von dem ersten Semifinal. Und ihn werden wir nachher noch hören im Interview und ich werde ihm ganz sicher die Frage stellen, was er dann nämlich so auf Spotify hört, während er die so Games am Spielen ist. Ja. Wunderbar, ich bin ihm auch wunderbar oben umgestellt, vor allem auch wenn es mal ein bisschen brenzliger wird, oder nicht? Ja, faktisch, Game 1 ist durch, Game 2 kommt und es ist ein Eishockey-glattner, ein virtuell Eishockey-glattner Tag, der noch vor uns steht, das nächste Semifinal. Und dann morgen noch das Grand Final und spielen Platz 3 und 4, die uns auch noch erwartet. Genau, und es bleibt dann nicht minder spannend, weil für die Spieler geht es definitiv um etwas. Wir haben schon mal ein paar Mal gesagt, der Preispool von 10'000 Franken wird aufgeteilt. Für den Gewinner gibt es 6'500, für den Zweitplatzierten 2'500 und für den Drittplatzierten immer noch 1'000 Franken zum Gewinnen. Also nebst Rum und Ehre sicher auch nochmal eine Motivation, um da auch im Spiel um den dritten Platz ein Vollgas zu geben. Ja, natürlich dürfen wir nicht vergessen, wir haben noch eine Abstimmung, die läuft aktuell auf dem Twitch-Channel. Und zwar, wer von diesen vier Verbleibenden gewinnt den E-Spengler Cup jetzt am Brie ausgeschieden? Hat keine Chance mehr, um den Sieg zu holen. Also sind wir noch zwischen Kanada, Frölunda und dem HC Sparta Prag. Sparta Prag natürlich mit ein bisschen mehr Chance, weil die sind definitiv schon im Finale. Bei Frölunda und dem Team Kanada wird sich das zeigen. Definitiv. Wer da weiter wird kommen am heutigen Nachmittag im Duell zwischen Sven Juhl mit Kevin Würterle. Genau, aber zuerst mal, wenn wir den Gewinner vom heutigen Spiel, vom heutigen ersten Spiel hören, der Tim Hess ist ready fürs Interview. Ja, Tim, herzliche Gratulation für diesen Sieg, für diese Aufholjagd und das Überholen dann schlussendlich. Wie geht es jetzt dir? Du bist der Erste, der sich qualifiziert hat für das Finale. Ja, danke erstmal. Bin natürlich erleichtert, dass ich es wieder geschafft habe. Und ja, war ja natürlich wieder ein bisschen auf und ab und so eine Achterbahnfahrt, nachdem ja gestern schon den Disconnect gab und heute, da mussten wir nochmal spielen. Und dann hatte ich tatsächlich auch vergessen, die 3 gegen 3 Reihen wieder einzustellen, sodass ich in der Overtime da hier schön mit den Defensivverteidigern rumgerannt bin. Das war ein bisschen blöd, habe ich mich ein bisschen drüber geärgert. Ja, aber dann habe ich mich, glaube ich, auch nach dem ersten Spiel einfach besser angepasst an sein Behind-the-Net-Spiel, weil das macht der Mirko halt immer sehr gut, wenn er da in diese Position kommt. Und ja, dann einfach nach dem ersten Spiel nochmal neu fokussiert, ein bisschen was verändert und ja, dann glücklich, dass ich es wieder noch drehen konnte. Ja, Thema von mir, herzliche Gratulation zur erneuten Qualifikation für das Finale von morgen. Jetzt, mir ist durch das Turnier etwas aufgefallen, und zwar, du hast immer wieder die Spotify-Playlist offen. Hörst du tatsächlich Musik, während du zockst, und was genau hörst du, während du zockst?
Ja, ich höre Musik. Also ich spiele gar nicht mit Game Sound, weil mich das, also das brauche ich halt nicht. Und Musik hilft mir dann eher dabei, mich zu fokussieren. Und ja, einfach verschiedene Playlists, aber eher so ja englisch-amerikanisches Rap-Zeug. Alles klar. Ja, dann nochmal Gratulation. Danke vielmals und wir sehen dich morgen 12.30 Uhr. Danke, bis morgen. Wie wir gehört haben, da beim Team doch noch Fehler unterlaufen beim Einstellen von den Spielern. Das kann passieren, vor allem wegen dem Game Restart. Aber schlussendlich ist alles gut gelaufen für das Team. Ja, schlussendlich hat er sich qualifizieren können. Das, was ich am Anfang des Overtime gesagt habe, hoffentlich haben sie die gegen die Linie eingestellt. Das Team hat das in dem Fall vergessen. Das ist etwas, was gerne mal noch passiert. Schlussendlich hat es trotzdem gelangen für ihn. Er ist im grossen Finale von morgen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt dann nachher noch die Highlights an von dem ersten Semifinal. Gehen dann nachher in eine Pause. Und dann sehen wir uns dann wieder um 17:30 Uhr, wenn es heisst Frölunda gegen das Team Kanada. Schaltet doch dann wieder ein. Wir hören uns bald. Bis dann. Wir schauen nochmal schnell. Ich würde sagen, wir schauen nochmal schnell auf Brackets, wie das Ganze verlaufen ist, das Spiel. Und auch das ganze Turnier hier, der E-Spengler Cup 2021, nämlich durchs Band, super Teilnehmer K. Jetzt haben wir gesehen, genau, Spiel um Platz 3 ist der HC Ambri Piotta drinnen im Finale. Der HC Sparta Prag heute Nachmittag voll unter HC gegen Team Kanada, was sicher spannend wird. Team Kanada, wie schon erwähnt, sehr offensiv unterwegs. Der Sven Julmi kann aber mit vielen Situationen umgehen, selber sehr ein versatiler Spieler. Ja, definitiv. Sehr versatil. Einer, der weiß, was Gold steht. Das weiß aber der Kevin genauso. Und ja, jetzt wird interessant zu schauen. Jetzt haben wir zuerst noch die Highlights von dem heutigen ersten Semifinal. Und dann gehen wir in eine Pause. Definitiv. Und dann sind wir zurück um 17:30 Uhr mit dem Game zwischen dem Frölunda HC und dem Team Kanada.